Einen schönen guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen. Wir beginnen mit der Veranstaltung. Und ich möchte gerne angesichts der kurzen Zeit und der guten Stimmung direkt übergeben an meine Kollegen hier vorne aus dem Panel und Sie herzlich begrüßen zur Energiewende. Wo stehen wir? Was ist zu tun? Ja, alphabetisch liegt es an mir, kurz mich einerseits nochmal vorzustellen. Reinhard Hüttl, ich bin hier als Präsident der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften. Unsere Motivation hängt damit zusammen. Einerseits haben wir schon vor etwa 2-3 Jahren ein Papier verfasst. Wir heißt die in dem Gremium der Nationalakademie zusammengefassten Akademien. Das ist Akatech Leopoldina und die Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften. Das war eine Empfehlung, wie Energieforschung in Zukunft ausgestaltet, weiterentwickelt, natürlich auch entsprechend finanziell unterstützt werden sollte. Ich war dann unter der bemerkenswerten Federführung von Klaus Töpfer Mitglied in der Ethikkommission und wir haben jetzt aktuell die Bitte der Bundesregierung, uns auch weiter zu beschäftigen, die Energiewende aus Sicht der Akademien zu begleiten. Ich selber leite das Deutsche Geoforschungszentrum in Potsdam und bin Sprecher des Clusters Energietechnik Berlin-Brandenburg. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Robert Schlögl. Ich bin hier im Panel der Vertreter der Max-Planck-Gesellschaft. Ich möchte mich kurz vorstellen, ich bin Chemiker und bin Direktor am Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft in Berlin und gleichzeitig Gründungsdirektor eines neuen Max-Planck-Instituts für chemische Energiekonversion in Mülheim-Ruhr, das seit letzter Woche das Licht der Welt erblickt hat. Auf diese Weise können Sie ahnen, dass mir das Expertenwissen der Chemie zufällt. Sie mögen sich fragen, was Energie mit Chemie zu tun hat. Das ist relativ einfach. Alle Prozesse außer den Kernprozessen, die wir benutzen, um Energie zu konvertieren, sind chemische Prozesse und das, was unser Institut schon seit 20 Jahren lang vor der Energiewende tut, ist, sich mit den Grundlagen derselbigen zu befassen und deswegen haben wir da eine gewisse Expertise einzubringen. Die Max-Planck-Gesellschaft zieht aber als Ganzes die Verantwortung, sich um Energie zu kümmern. Sie tut das schon lange. Ich bin auch sehr froh, dass Frau Professor Günther bei uns ist. Die ist nämlich die Vertreterin des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik und das ist ein anderer großer Zweig der Zukunftsforschung für die Energie. Und daran sieht man, dieses Institut existiert schon seit den 60er Jahren, dass die Max-Planck-Gesellschaft nicht erst seit der Energiewende entdeckt hat, dass Energie wichtig ist, sondern dass das schon ein sehr langes Bestreben ist. Und die Max-Planck-Gesellschaft vereinigt ziemlich viele verschiedene Strömungen, die mit Energie etwas zu tun haben. Wenn Sie von Biomasse, von Biologie über die Chemie bis zur Physik schauen, gibt es für alle diese Gebiete Experten. Und deswegen glauben wir auch, dass die Max-Planck-Gesellschaft eine Verantwortung hat, sich in die aktuelle Energiediskussion einzubringen. Und ich bin sicher, dass wir im Laufe der Diskussion dann noch einige konkrete Anknüpfungspunkte erleben werden. Ja, recht herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie auch noch einen Morgensport mitgemacht haben. Das ist für alle richtig aufmunternd. Ich habe aber sichergestellt, dass die nächste sportliche Übung erst nach dem Mittagessen ist, damit also keiner jetzt Besorgnis hat, das noch zu verändern. Der eine oder andere mag sich fragen, wie kommen die denn von IASS jetzt in diese Runde hoher Technik und wissenschaftlicher Forschung? Ich glaube, der Hintergrund ist recht einfach. Wir wissen, dass in der Bevölkerung und bei vielen anderen die Meinung heranwächst, dies mit der Energiewende wird wohl nicht klappen. Und dann ist es wichtig zu fragen, wie ist denn die gesamte Palette aufgestellt? Was wird uns Wissenschaft und Forschung erbringen können? Welcher Zeitrahmen ist damit verbunden? Was kann man darüber hinaus kurzfristig machen? Wo sind Hindernisse etwa im rechtlichen Bereich, dass durchaus heute schon durchführbare Maßnahmen nicht oder nicht hinreichend ergriffen werden. Wo stockt es? Wo sind die Engpässe? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Angelegenheit. Also wir wollen nicht nur in die hohe wissenschaftliche Absicherung einer solchen veränderten Energiesituation in der Welt hineingehen, sondern eben auch fragen, was kann denn unmittelbar getan werden und woran hängt es, dass es nicht geht? Das geht bis in die Fragen hinein, was ist in einer offenen Demokratie umsetzbar von dem, was notwendig ist, wie weit ist das weiterzutragen und zu ergänzen. Deswegen
glaube ich, ist es eine wirklich gute Sache, dass wir uns genau anhören, was die Spitze der wissenschaftlichen Forschung im Energiebereich entwickelt hat, wo möglicherweise sogar noch Signale gegeben werden können, wo mehr gemacht werden sollte, damit etwas in der Breite, der Tiefe und in der Geschwindigkeit schneller erfolgt. Und wo haben wir andererseits Möglichkeiten, die wir jetzt schon umsetzen können. Also es ist eine schöne, gute Mischung. Denn es wäre schade, wenn wir nur die eine Seite hätten und andere nicht. Deswegen haben wir dieses sehr, sehr gerne mit aufgegriffen. Wir grüßen Sie alle sehr herzlich. Frau Goldhammer, die neben mir sitzt, ist die bei dem IASS für die Energiewende zuständige. Deswegen ist es gut, dass ich mich langsam zurückziehen kann, die jungen Leute übernehmen es. Und das ist immer eine vernünftige Angelegenheit, wenn das so weitergeht. Aber um es ganz im Ernst zu sagen, wir sind auch auf Dauer auf Ihre Zusammenarbeit sehr angewiesen. Wir müssen zeigen, wo sind die Bottlenecks, warum sind sie so da, wie sie sind und was kann man zusätzlich tun. Denn lassen Sie mich abschließend eins sagen. Ich war einige Tage, wie andere, die hier sitzen, auch in Rio de Janeiro. Es gab nicht ein einziges Gespräch, was man geführt hat, wo man auf die deutsche Energiewende nicht angesprochen wurde. Und wo immer Sie im Ausland hinkommen, müssen immer davon ausgehen, Sie werden mit kritischen, skeptischen und sonstigen Argumenten konfrontiert. Und alles etwa in die Richtung gehend, da habt ihr aber die Backen sehr dick aufgeplustert und was jetzt kommt, ist eigentlich ein ganz kleiner Pfiff. Und da wollen wir mal sehen, dass wir das nicht so machen und deswegen habe ich, glaube ich, auch das noch mitzubringen in den Anfang einer solchen Veranstaltung hinein, dass wir eine gewisse Erfolgsverpflichtung haben, auch gegenüber anderen, die in dieser Welt mit bald 9 Milliarden Menschen Energie brauchen. Das nur aus unserer Motivation heraus. Ich freue mich natürlich sehr darüber, dass Günter Bachmann uns in der Arbeit im IASS sehr intensiv mitträgt. Er wird heute Nachmittag dann diese Aufgabe, die Frau Goldhammer heute Morgen macht, weiterführen, sodass wir also auch die Verbindung zu dem, was vorher gewesen ist und weitergeht, haben. So viel dazu. Dankeschön. Dann möchte ich Ihnen kurz erläutern, was heute passieren wird. Wir werden in 2 Themenblöcken über das Thema Energiewende sprechen. Zu Beginn geht es um die Preise und Kosten, die Chancen und die Erträge, die mit der Energiewende verbunden sind. Im Themenblock 2 nach der Mittagspause geht es um die Infrastrukturthemen, Stromerzeugung, Netze, Speicher und Verbrauch. Ich würde Ihnen jetzt gerne die Experten vorstellen, die im ersten Themenblock freundlicherweise zu dem Thema sprechen. Ich freue mich sehr, dass Sie die Einladung angenommen haben. Vielen Dank schon einmal im Voraus. Und ich möchte auch jetzt schon sagen, dass ich sehr rigoros darauf achten werde, dass die Zeit eingehalten wird. Das ist in etwa die Rolle, die ich hier vorne einnehmen werde heute. Die Expertenrunde im ersten Themenblock beginnt mit Frau Professor Dr. Anke Kaiser-Pützalla, die wissenschaftliche Geschäftsführerin des Helmholtz-Zentrums Berlin ist. Das Helmholtz-Zentrum Berlin macht Material- und Energieforschung und sie ist von Hause aus Maschinenbauerin, war früher auch bei der Max-Planck-Gesellschaft und wird heute zur Energieforschung sprechen. Zweite Expertin ist Frau Professor Dr. Sibylle Günther. Sie ist von Hause Physikerin, ist heute die wissenschaftliche Direktorin des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik und auch dort mit der Energieforschung betraut. Der dritte Experte heute ist Ulf Gerkens, der zu uns von der Aurubis AG kommt. Er ist dort Senior Vice President Corporate Energy Affairs, von Hause aus Betriebswirt. Die Aurubis kennen Sie vielleicht noch unter dem Namen Norddeutsche Affinerie. Es handelt sich um ein Kupferunternehmen. Dann kommt Herr Wollensen zu uns. Er vertritt Herrn Obermann, den Leiter Holding Immobilien bei der Rewe Group. Er selbst ist zuständig für den Funktionsbereich Energieeffizienz. Der Obermann lässt sich entschuldigen aufgrund eines Unfalls. Fünfter Experte in der ersten Runde ist Tobias Münchmeier. Wir freuen uns sehr, dass er da ist. Er ist stellvertretender Leiter der politischen Vertretung von Greenpeace in Deutschland, Politikwissenschaftler und ist zuständig für Energiepolitik und den Ausstieg aus der Kernenergie bei Greenpeace. Sechste Expertin ist Frau Professor Dr. Lucia Reisch. Sie ist in Kopenhagen an der Copenhagen Business School, Professorin am Department of Intercultural Communication. Sie ist außerdem Mitglied des Rates für nachhaltige Entwicklung und der Steering Group unserer Plattform Energiewende am IASS, hat eine Gastprofessur an der Zeppelin University Friedrichshafen und war im letzten Jahr auch Mitglied der Ethikkommission Sichere Energieversorgung. Siebter Experte
ist Professor Ortwin Renn. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Technik- und Umweltsoziologie und Direktor des Zentrums für interdisziplinäre Risikoforschung und nachhaltige Technikentwicklung in Stuttgart. Er ist Volkswirt und Sozialwissenschaftler und er war ebenfalls Mitglied der Ethikkommission. Achter Experte in der ersten Runde und damit haben wir alle Experten vorgestellt, ist Professor Herzig. Er kommt vom GEOMAR, Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung, ist dort Direktor, Geologe und Mineraloge und hat sich mit dem Thema mineralische Rohstoffe beschäftigt in Vorbereitung. Das Panel hat die Aufgabe, diese Gespräche zu führen, deswegen übergebe ich jetzt wieder. Ja, recht herzlichen Dank. Also, wenn die Frau Goldammer sagt, sie achtet da sehr drauf, dass die 5 Minuten eingehalten werden, nehmt sie das für ernst gemeint. Ich habe sie jedenfalls so kennengelernt, dass sie das, was sie sagt, auch ernst meint. Und das ist, glaube ich, auch gerade jetzt ganz wichtig, denn wir haben ein bisschen Zeit verloren. Deswegen gebe ich ohne weitere Ankündigung das Wort an unsere erste Expertin, an Frau Professor Kaiser-Prizala. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die freundliche Vorstellung. Die Photovoltaik deckt bereits heute 3,8% des Stromverbrauchs in Deutschland. Wir haben installiert in der EU 22 Gigawatt und global 65 Gigawatt. Und diese Stromgestehungskosten in der Photovoltaik werden nach Recherchen des Fraunhofer-Instituts ISE im Wesentlichen bestimmt. Einerseits durch die Anschaffungskosten, die Installationskosten, natürlich sehr stark durch Finanzierungsbedingungen, durch die Betriebskosten, das Einstrahlungsangebot und natürlich die Lebensdauer der Anlage. Und das enthält eine ganze Menge politischer Rahmenbedingungen, aber auch Fragen danach, wie werden die Kosten sich entwickeln bei der Prozessierung der Solarmodule und natürlich auch bei der Herstellung der entsprechenden Materialien. Und bereits heute ist es so, dass nach der EUPD-Research die Stromgestehungskosten für neuere kleine Dachanlagen in 2011 das Preisniveau von Haushaltsstrom erreicht haben. Bei den großen Kraftwerken sind die wesentlichen Kosten nach wie vor die Investitionskosten, aber auch diese fallen nach Prognosen, unter anderem von McKinsey, um ca. 10% pro Jahr. Und insgesamt sind wir im Bereich der PV-Module auf einer starken Lernkurve. Hier fällt bei Verdoppelung der gesamten installierten Leistung jedes Jahr der Preis um etwa denselben Faktor. Wir sind derzeit bei einem Preis von etwa 0,25 Eurocent pro Kilowattstunde. Die global, man erwartet nun, dass durch den Rückgang der Förderung es in Zukunft im Wesentlichen zu einer Verdopplung der Fertigungskapazitäten global kommt, innerhalb der nächsten 3 bis 5 Jahre, und dass die Modulkosten sich auch in Zukunft um etwa 10% pro Jahr bis 2020 verringern werden. Und auf dieser Prognose sieht McKinsey etwa eine Installation von 400 bis 600 Gigawatt global bis 2020, also ganz erheblich. Und wir sehen jetzt den Forschungsbedarf hier, um die Preise der Module weiter senken zu können und unseren Beitrag dazu zu leisten, aber auch gleichzeitig, um unseren Beitrag zur Erhöhung des Wirkungsgrades zu leisten, darin, dass wir einerseits neue Materialien entwickeln, dass wir natürlich auch im Verbund mit dieser Entwicklung neuer Materialien sehr stark darüber forschen, wie man die Fertigungskosten reduzieren kann. Sicherlich wird hier ein weiterer äußerer Faktor, der erheblich beitragen wird, natürlich auf der anderen Seite auch eine zunehmende Standardisierung der Prozesse sein durch die Industrie und natürlich auch eine Maturierung der gesamten Industrie, die dazu führen wird, dass man hier ganz andere Strukturen im Bereich des Einkaufs beispielsweise haben wird, aber natürlich auch in Hinblick auf ein Streamlining der gesamten Produktion. Wir sehen Notwendigkeit zu forschen, insbesondere auch in solchen Bereichen, die einerseits derzeit schon sehr erfolgreich sind, das sind die Silizium-Dünnschicht-Solarzellen, aber natürlich auch im Bereich neuerer Materialien, die höhere Wirkungsgrade versprechen, einerseits im Bereich der Schalkopyrite, andererseits auch im Bereich solcher Materialien, die ohne seltene Elemente auskommen, das heißt derzeit insbesondere der Kästerite. Und wir sehen großen Handlungsbedarf im Bereich der PV, natürlich im Bereich der Speicherung und dort für uns insbesondere im Bereich
der Solar Fuels. Um zielgerichtet weiterzukommen, wird sicherlich nicht nur die Forschung im Bereich der anwendungsnahen Technologien, der Fertigung, aber auch der Materialforschung für Materialien, die bereits im Einsatz sind oder nahe davor sind, eine wesentliche Rolle spielen, sondern auch Grundlagenforschung, die wesentliche Prozesse, beispielsweise den Ladungstransfer in solchen Solarzellen, optimiert. Und dort arbeiten wir, um dieses zu erreichen, zunehmend mit vielen Partnern zusammen, mit Instituten der Max-Planck-Gesellschaft, mit Universitäten und investieren hier sehr stark auch in neue Infrastrukturen, die es uns ermöglichen, beispielsweise die Prozessierungsschritte der Solarmodule in den einzelnen Schritten jeweils grundlegend zu untersuchen, beispielsweise auch durch den Einsatz von Großgeräten wie Synchrotronstrahlung, die wir an unserem Standort anbieten. Ich hätte gerne zwei Erläuterungen an der Stelle. Sie haben es erstens aufgezählt, was alles die Kosten sind für die Solarenergie. Aber was ich vermisst habe, ist, Sie sparen ja auch Kosten ein, nämlich die Energieträgerkosten der fossilen Brennstoffe, die Sie nicht brauchen. Dazu könnten Sie vielleicht noch Stellung nehmen. Und das andere häufig gebrauchte negative Argument gegen die Solarenergie ist ja, dass es nicht sehr sinnvoll sei, in Deutschland Solarzellen aufzustellen. Wie sehen Sie das? Insbesondere im Zusammenhang, wenn man sich vorstellt, dass die Energiewende ja eine globale Herausforderung ist und auch eine systemische Herausforderung ist, wo es ja nicht ausreicht, an irgendeiner Stelle etwas Gutes zu tun und dann zu hoffen, dass das ganze System da schon akkommodiert. Also Integration von Solarenergie wäre gut die Frage. Klar, also ich... zusammen und dann antworten wir gemeinsam. Ich habe zwei Punkte. Einmal die Frage... Wie gehen Sie mit der Volatilität um? Was ist da die Perspektive? Und zum anderen, die, mit der man sich ja zumindest randlich beschäftigen muss, auch in der Forschung, mit der Produktion. Da erleben wir ja gerade oder sind mittendrin in einer regionalen Verschiebung. Wo ist da die Perspektive? Und muss Forschung dieses Thema ebenfalls aufgreifen? Kleiner zusätzlicher Hinweis, Sie haben am Anfang die Kostenentwicklung dargestellt. Ganz wichtig, müssen wir hinterher noch weiter vertiefen. Und dann haben Sie gesagt, was Sie forschen und was hinzukommt. Haben Sie auch mal überlegt, dass, wenn diese Forschung erfolgreich ist, welche Konsequenzen das dann für die Kosten hat? Gibt das einen neuen zusätzlichen Senkungssprung? Wenn ja, wann könnte man aus Ihrer Sicht frühestens mit so etwas rechnen? Und wie weit hat das Konsequenzen etwa auf die Solarindustrie in Deutschland, die gegenwärtig, wie Sie wissen, unter massivem Druck der Importe aus Asien praktisch ihre Geschäftsgrundlage verliert? Also können wir so etwas auch umsetzen, wenn Sie erfolgreich haben? Welche Bedeutung hat das für die Kostenstrukturen in der Photovoltaik? Ich hätte auch noch gefragt, das geht vielleicht zu weit, ob Sie auch etwas tun in der Forschung mit Blick auf die konzentrierte Solar Power, also auf die andere Entwicklungstechnik in der Solarnutzung. Dann würde ich vielleicht erstmal anfangen mit der Frage, was werden zukünftige Hauptanwendungen sein? Also ich denke, einerseits muss man sehen, dass wenn man den industriellen Hintergrund sieht, den Herr Töpfer angesprochen hat, dann ist es sicherlich nicht nur die Aufstellung von Solaranlagen in Deutschland, in Europa, sondern es ist ja auch eine weltweite Herausforderung. Und ganz wesentliche Hauptanwendungsgebiete von Solaranlagen werden weitgehend auch außerhalb Deutschlands sein, eben dort, wo man bessere Einstreubedingungen hat und dort, wo man auch das Problem hat, dass man da keine sehr stark ausgebauten Netzstrukturen hat. Und da wir in der Industrie hier auch eine Industrie haben, die sehr stark im Anlagenbau ist, sind das natürlich auch wirtschaftliche Chancen, die im Anlagenbau ganz erheblich sind. Darüber hinaus hat aber Fraunhofer ISE natürlich auch aufgezeigt, dass es viele Gegenden in Deutschland gibt, wo man durch den Aufbau von großen Solarkraftwerken eben nicht nur kleinen Haushalts- und Dächeranlagen, sondern auch dort die Chance hat, in naher Zukunft bei entsprechender Kostenentwicklung wirtschaftlich arbeiten zu können. Die Volatilität ist das größte Problem.
der Solarenergieerzeugung, das ist überhaupt keine Frage. Dort ist natürlich die Frage, wie sich zukünftig die Speicher weiterentwickeln werden. Da werden Sie ja heute Nachmittag, denke ich, noch ganz im Detail drüber reden. Für uns ist eine ganz wesentliche Frage die direkte Erzeugung von Brennstoff aus Solarenergie. Und das ist einfach dieser Begriff Solar Fueled, also Direktmodule, die da zur Erzeugung von solarem Brennstoff genutzt werden können. Das ist auch eine Forschung, die im Moment noch sehr weitgehend am Anfang steht. Es gibt verschiedenste Konzepte, die unterschiedlich erfolgversprechend sind, die auch unterschiedliche Wirkungsgrade aufzeigen. Und dort ist ein sehr breites Forschungsfeld, das auch sehr risikoreich ist, weil man heute noch überhaupt nicht beurteilen kann, welcher dieser Ansätze wirklich letztendlich greifen wird und wo auch die Frage einfach besteht, wie lange wird man möglicherweise in Grundlagenforschung investieren müssen, um dort dann zu einem technologischen Durchbruch zu kommen. Und das ist auch das Thema technologische Durchbrüche. Technologische Durchbrüche in dieser gesamten Prozesskette der Forschung für neue Solarmodule entstehen natürlich an verschiedenen Stellen. Das habe ich versucht aufzuzeigen, damit, dass man eine ganze Fertigungskette hat. Ja. So ein Solarmodul ist ja es ist ein hochkompliziertes technisches Bauteil, ja, was durch viele verschiedene Prozesse, Wärmebehandlungsprozesse, Beschichtungsprozesse und so weiter hergestellt wird. Und da gibt es beispielsweise Entwicklungen gerade in der Beschichtung, neue Verfahren, wie beispielsweise das bei uns entwickelte ILGA-Verfahren, die da zu einer erheblichen Kostensenkung bei gleichzeitig besseren Wirkungsgraden führt. Ja, und solche Dinge sind natürlich schwer vorhersehbar, wann die eintreten werden, aber dadurch, dass kontinuierlich auf der gesamten Prozesskette geforscht wird und dadurch, dass es neue Materialien gibt, wo es auch ganz neue Ansätze gibt, wie beispielsweise im Bereich der Nanostrukturierung von Solarzellen, sind eben solche Dinge zu erwarten, die man aber heute noch in ihrem Ausmaß auf die Kosten sehr schlecht prognostizieren kann. Deswegen geht man derzeit weiterhin von dieser Lernkurve aus, die einfach auf der bisherigen Erfahrung beruht im Wesentlichen. Die Frage der konzentrierenden Solarzellen ist natürlich ganz wesentlich, insbesondere für größere Solarkraftwerke, aber auch im Bereich der Solarpanels, wo man auch solche Mikrokonzentratoren zunehmend versucht, durch Nanostrukturierung in die entsprechenden Zellen einzubringen. Das ist aber was, was man großtechnisch derzeit noch nicht nutzen kann und wo man noch erheblich daran investieren muss, hier die entsprechenden industriellen Prozesse überhaupt zu ermöglichen. Recht herzlichen Dank. Könnten wir den ganzen Morgen, glaube ich, weiter darüber sprechen. Und wenn wir den Carlo Rubbia mitgebracht hätten, der bei uns im Institut da ist, der würde ihm bei der letzten Aussage etwas widersprechen. Mit Blick auf konzentrierte Solar Power, der ist ja Vater der Solarkraftwerke in Spanien ist und natürlich auf dem Gebiet sehr viel tut. Aber herzlichen Dank, es hat uns zumindest einen guten Einstieg gegeben in einen Teilbereich, der gegenwärtig ja außerordentlich intensiv diskutiert wird. Darf ich weitergeben an Frau Professorin Günther? Ja, vielen Dank. Wir haben ja schon jetzt gehört, also die Energiewende in Deutschland hat natürlich sehr ambitionierte Zielstellungen und ist sicher ein super Schritt in die richtige Richtung. Aber wir haben auch gerade gehört, das Energieproblem ist natürlich ein globales, besonders wenn man Klimaschutzziele und Ressourcenknappheit mit berücksichtigen möchte. Und das bringt auch eine langfristige Perspektive hinein, weil bis 2100 sich ja bekanntlich nach Prognosen etwa der Energieverbrauch vervierfacht, der Stromverbrauch versechsfacht, aber gleichzeitig die fossilen Brennstoffe zur Neige gehen, außer Kohle. Wenn man aber Kohle nicht mit den Klimaschutzzielen in Einklang bringen kann, für die nächsten 200 Jahre zu verbrennen, dann wird natürlich Sonne und Wind auch global einen ganz großen Beitrag leisten. Und dann ist die Frage Grundlagenforschung, Speicher, Frau Pyzala schon angeführt, und Herr Schlögel, das neue Max-Planck-Institut in diese Richtung. Eine weitere Option zu einem solchen Energiemix wäre in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts auch die Energiequelle zu nutzen der Kernfusion. Die hat ja den Vorteil, dass es nicht nur CO2-neutral natürlich ist, sondern auch, dass der Brennstoff überall vorhanden ist und dieser sehr effizient genutzt wird. Also aus einem Gramm Brennstoff kann man so viel Energie erzeugen wie aus 10 Tonnen Kohle. Und die Sicherheitsprobleme, die wir diskutieren, gerade mit den Spaltungskraftwerken, treten dort ja nicht auf. Der Makel der Kernfusion ist natürlich die Langfristigkeit, es ist Grundlagenforschung und vor 2050
kann die Kernfusion halt nicht zum Energiemix beitragen. Die langen Zeiträume resultieren aus den großen Herausforderungen. Also man muss Temperaturen erzeugen, 10-mal heißer als im Sonneninneren, 100 Millionen Grad. Und ab und zu gibt es dann den Vorwurf, das geht ja gar nicht. Das stimmt nicht, man hat schon 400 Millionen Grad erreicht. Aber man braucht gleichzeitig eine ganz große Wärmeisolierung, 50-mal mehr als Styropor. Und das bei 100 Millionen Grad, das ist schwierig. Und deshalb ist die Fusionsforschung, wie Herr Schlögel sagte, schon 50 Jahre aktiv. Und manche meinen, viel ist dabei nicht rausgekommen. Das ist nicht wahr. Wenn man den Erfolgsparameter für die Fusionsforschung nimmt, dann hat sich der in den letzten 50 Jahren um den Faktor 100.000 verbessert. Und ein Faktor 5 bis 10 fehlt noch. Der Grund, warum es so lange dauert, wie gesagt, habe ich schon erwähnt, liegt an den großen an den langen Zeitskalen. Jetzt versucht man erstmals durch ein Experimentalkraftwerk, das in Südfrankreich gebaut wird, zu demonstrieren, dass man 10-mal mehr Energie gewinnen kann, als man hineinsteckt. Das ist eine internationale Kooperation, an der neben der Europäischen Union die USA, Russland, Japan, China, Südkorea und China teilnehmen. Gerade China und Japan, wenn man das erwähnt, in Asien hat die Fusionsforschung gerade einen super Aufschwung. Insbesondere China hat aus der Katastrophe in Fukushima gelernt, wenn sie aus der Spaltung aussteigen wollen, dann wollen sie jetzt massiv in die Fusionsforschung investieren. Und China plant 2016 bereits ein erstes Fusionskraftwerk, das die Prinzipien demonstrieren soll, zu bauen. Das soll 2025 fertig sein. Und sie wollen dazu 2000 Fusionsforscher in China ausbilden. Also da gibt es einen ganz großen Boom jetzt, weil man schnell vorankommen möchte. Bis 2100 wollen sie 100 Gigawatt aus Fusionskraftwerken erzeugen. Bisher noch ist Deutschland führend in der Fusionsforschung. Mein Institut, das Institut für Plasma, Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, verfolgt beide Linien, die erfolgversprechend sind in dieser Richtung. In Garching haben wir ein Tokamak-Experiment, das ist ähnlich wie ITER dann, dieses Experiment in Südfrankreich, und hat auch viel zu dem Design dieses Experiments beigetragen. In Greifswald bauen wir gerade den weltweit modernsten Stellarator auf, an dem sich viele internationale Partner beteiligen. Und zusätzlich gibt es die Institute in Karlsruhe und Jülich, wo Technologie entwickelt wird. Also Kernfusion ist eine Langfristoption, aber sie kann in künftigen Energieszenarien, die ohne fossile Brennstoffe auskommen wollen, einen entscheidenden Beitrag vor allem im Bereich der Grundlast liefern. Und wenn wir über Preise reden, dann ist natürlich die Abschätzung der Preise noch nicht ganz so einfach heute. McKinsey hat mal eine Abschätzung vorgelegt, auf sehr konventionellen Kraftwerken basierend. Wir schätzen ab, dass es etwa im Bereich der Windenergie liegt, aber die großen Kosten sind natürlich hier die Investitionskosten, wie das bei allen großen Kraftwerken der Fall ist. Vielen Dank. Recht herzlichen Dank. Gehen wir dieselbe Nummer durch. Ohne dass wir jetzt in Besorgnis hineinkommen, lange über die Möglichkeiten der Fusionsforschung allein zu diskutieren, ich glaube, sollten wir uns vornehmen. Herr Schlögel. Ich hätte eigentlich zwei Fragen. Die eine ist, man hat gehört, dass das zur Stromerzeugung dient. Kann man sich vorstellen, dass Fusionsenergie auch anders in ein Energiesystem integriert werden kann in der Zukunft, außer nur zur Stromerzeugung? Es ist ja eine Hochtemperaturquelle. Und die andere Frage ist, es ist eigentlich so erschienen, als sei das absolut sicher, dass die Fusionsforschung wirklich zum Ziel führen wird. Kann man davon ausgehen, dass es definitiv Fusionskraftwerke geben wird? Ich kann da nahtlos anschließen. Wenn man das so für bare Münze nimmt, was Sie sagen, was ja auch so ist in China. Ich hatte gerade jetzt auch noch mal mit den beiden Präsidenten der Akademien in dieser Woche sprechen können, der Ingenieure und der KAS. Und da hat man ja den Eindruck, irgendwas läuft bei uns nicht richtig. Weil wenn die das in 2025 real hinkriegen wollen, da würde ich einfach noch mal Ihre Meinung hören, was da die Unterschiede sind, ob die da einfach schlauer sind als wir oder ob das eine gewisse Fehlinterpretation oder Falscheinschätzung ist. Ich würde auch noch mal gerne von Ihnen hören, es gibt ja nun eine intensive Diskussion in Deutschland zu dem Thema Energiewende und natürlich auch zu Kernspaltung beziehungsweise in dem Fall auch zu Kernfusion, wo Sie da Ihre Perspektive sehen. Und letzter Punkt ist nur eine Anmerkung, da setze ich mir jetzt den Hut auf des Geoforschungszentrums. Ich glaube, ich werde nachher herzlich noch mal fragen, wie es wirklich um die Ressourcen, vor allem um Kohle, aber auch Kohlenwasserstoffe
auf dieser Erde steht. Ich glaube, es würde wichtig sein, dass wir in Zukunft, wenn wir diese Debatten führen, auf einer gewissen gemeinsamen fachlichen Basis argumentieren. Ich glaube, da gibt es noch etwas dazu zu sagen. Aber das war nur eine Anmerkung, meine Frage. Ja, zu Herrn Schlögel, ob es andere Möglichkeiten gibt, außer Stromerzeugung. Man hat natürlich hohe Temperaturen. Die Neutronen direkt in irgendwas anderes umzuwandeln, ginge natürlich theoretisch schon über Hybridreaktoren. Das haben wir eigentlich nicht vor und daran forschen wir auch nicht, weil das eine Kombination zur Spaltung wäre. Ginge natürlich, aber ist jetzt nicht unser Ziel. Ansonsten kann man natürlich die hohen Temperaturen verwenden, beispielsweise jetzt nicht im wenn es nicht im Stromnetz sein soll, wenn ihr da die Katalyseforschung macht und hohe Temperaturen braucht, dann können wir ja zusammenarbeiten. Also da ist das sicher wichtig, weil natürlich im Gegensatz zu Photovoltaik oder anderen Energieformen hier sehr hohe Temperaturen essentiell sind, um überhaupt zu vernünftigen Wirkungsgraden zu kommen. Ob es sicher ist, dass es Kraftwerke gibt? Ja, was ist in der Grundlagenforschung schon sicher? Also sicher ist nichts natürlich. Ich kann die Frage nur so beantworten: Gibt es denn bekannte Showstopper? Das ist ja sozusagen alles, was ich sagen kann als Wissenschaftlerin. Und da ist es so, in der Physik sicher nicht. Also die Kernfusionsprozesse sind gut bekannt. Es ist auch an JET schon gezeigt worden, dass es geht. Allerdings hat man noch mehr Energie reinstecken müssen, als rauskommt. Also wir haben ja sozusagen schon viele Experimente gehabt. Die Herausforderungen sind jetzt, die Physik so zu massieren, dass es sozusagen technologisch kein Problem gibt mit den Materialien. Also natürlich kann kein Material 100 Millionen Grad aushalten, aber darum geht es auch nicht, sondern am Rand sind es höchstens 1000, wenn man das Konzept der Temperatur überhaupt verwenden will. Das sind hohe Wärmeflüsse auf die Platten. Da muss man sozusagen auch, also es geht sicher, die Frage ist, ob das Kraftwerk ökonomisch ist. Ich glaube, das ist eher der Punkt. Also ich bin mir sicher, dass es geht, aber ob es ökonomisch geht, das muss die Grundlagenforschung jetzt zeigen, zusammen mit den Technologen. Zu China, der sehr ambitionierte Zeitplan hat uns auch überrascht, weil ja ITER eigentlich 2027 erstmal zeigen soll, dass 10-mal mehr Energie rauskommt, als man reinsteckt. Und die europäische Low-Risk-Strategie ist zu warten auf die ITER-Ergebnisse und wenn das erfolgreich ist, dann ein Demonstrationskraftwerk zu konzipieren. Und deshalb kommen wir auch zu Zeitskalen 2050, weil 2027 zeige ich es erstmal, dann überarbeite ich nochmal das Design, was ich natürlich vorher schon mal angucken kann. Und das ist dann vielleicht 2035, dass ich anfangen kann zu bauen, 10 Jahre Bauzeit, 2045 und dann eine Lernkurve und dann kann man 2050 so ein Kraftwerk dann wirklich ans Netz bringen. Deshalb, wir haben schon was gedacht bei 2050, das ist jetzt nicht Zukunftsmusik, aber eben nicht 2025. Sind die Chinesen klüger als wir? Risikofreudiger würde ich das nennen. Klüger wahrscheinlich nicht, denn also noch ist China nicht so weit, dass sie uns überhaupt das Wasser reichen können. Sie haben eine brillante Lernkurve hingelegt. Moderne Anlagen werden jetzt in China gebaut. Vor 10 Jahren war das noch gar nicht denkbar. Aber sie sind sozusagen auch sehr ehrlich zu sich selbst. Sie sagen, das ist Learning by Doing. Und wenn das erste nicht gleich klappt, dann sind die auch nicht gleich demotiviert und dann geht es nicht weiter. Die haben beschlossen, sie warten nicht auf ITER, sie machen eine High-Risk-Strategie, sowas wie ein Apollo-Programm. Ja? Sie steigen aus ITER nicht aus. Das gibt ihnen, daran lernen sie, wie es geht. Und 2016 fangen sie mal an und ihr Ziel ist zunächst mal, den Brennstoffzyklus zu schließen, also nicht extra Tritium zu brauchen, das kriegt man nur aus Spaltungskraftwerken. Und mal gucken, wie weit sie kommen, das wird sicher nicht ökonomisch sein. Aber das ist auch gar nicht deren Ziel. Das erste Kraftwerk ist nicht so gut wie unser Demo, was wir 2050 planen, das wäre ja auch erschreckend. Aber das nächste vielleicht. Also ich bin da schon sehr beeindruckt von den chinesischen Kollegen, vor allem den Drive, den die da reinbringen. Und die laden uns alle herzlich ein, bei ihrem Ausbildungsprogramm mitzumachen. Wir haben auch den Präsidenten der Chinesischen Akademie der Wissenschaften bei uns zu Besuch gehabt. Der war unheimlich interessiert. Die Chinesen wollen wahnsinnig viel mit uns zusammenarbeiten und sie haben auch allen Grund dazu, denn noch ist Deutschland führend. Betonung liegt auf noch. Okay. Vielen herzlichen Dank. Sie haben nebenbei recht getan, dass Sie nicht abgewartet haben, dass ich noch eine Frage gestellt habe. Entschuldigung. Dies war völlig richtig, denn ich habe da schon gelernt, was ich lernen wollte. Erstens einmal, dass wir festhalten, das ist so fantastische Grundlagenforschung, aber wir sollten uns nicht wieder in dieses alte Modell hineinbringen. Wir wollen das Beste von morgen nicht verpassen und tun das Gute von heute nicht, sodass das Schlechte von gestern bleibt. Nee. Dies ist der Spannung. Also, das ist toll und ich stehe faszinierend davor. Das ist alles prima. Ich habe schon mal
einen Hochtemperaturreaktor geschlossen. Insofern warte ich mal ab, wie es weitergeht. Das war allerdings damals ein anderer, wie Sie wissen. Aber auch darüber wird man später vielleicht mal zum Philosophen, dass das geschlossen worden ist. Das also nur für unsere Diskussion heute. Es ist notwendig, dass ein technologisches Land wie Deutschland da rein investiert. Merke an, Fußnote, neue Technologien brauchen offenbar immer erst Förderung, wenn sie einmal in eine Situation hineinkommen wollen, wo sie wirtschaftliche Erträge bringen. Bei einem dauert das ein bisschen länger, bis 2050, bei den anderen vielleicht ein bisschen früher wie beworfen. Und das sollte man gleich machen, aber die Energiewende unter dem Gesichtspunkt so lange bis, können wir wohl nicht unterstellen. Nö, das war auch nicht mein Vorschlag. Nein, deswegen bin ich Ihnen ja dankbar, dass Sie da sind. Das ist ja das Gute dabei. So, jetzt kommen wir... Ich gestatte, Herr Kollege. Vielen herzlichen Dank. Es reizt mich jetzt doch, noch eine Nachfrage zu stellen. Wenn die Chinesen so ambitioniert sind und bei uns dieser langsame Schritt ist, wir aber führend sind, ist es eine Frage des Geldes oder ist es eine Frage der intellektuellen Arbeit? Es ist eine Frage des Geldes. China will da sozusagen jetzt 10 Milliarden Euro investieren. Du weißt, das ist nicht ganz unser Budget. Na, zumindest wissen wir auch immer, dass bisher die Forschungsergebnisse noch nicht eine direkte, lineare Korrelation mit dem eingesetzten Geld sind. Nein, das würde ich auch gar nicht sagen, aber in diesem Fall, dass China so... Auch nur als Hilfsargument dazu gesagt. Nein, Sie haben völlig recht, das ist nicht linear, das braucht immer auch intellektuelle Durchbrüche, aber wenn man so schnell vorangehen will, dann geht das nur mit viel Geld und hohem Risiko. Okay, also auf China kommen wir ganz am Ende nochmal zurück. Jetzt gehen wir in die Welt der direkten Fakten und der Auswirkungen. Ich bin ganz dankbar, dass Arubis hier ist. Herzlich willkommen nochmal auch von meiner Seite. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Jetzt kommt es zum schnöden Mammon. Ich komme ja aus Hamburg, ich weiß, aus einer Kupferhütte. Und Kupfer ist ja eigentlich das Wendematerial überhaupt. Sie brauchen Kupfer für die erneuerbaren Energien. Jedes Windrad hat über 8 Tonnen Kupfer. Sie brauchen es für Solarzellen, Sie brauchen es für den Ausbau der Netze, Sie brauchen es für E-Mobilität und Sie brauchen es letztlich auch noch für Energieeffizienz. Da es der beste Leiter ist und Sie eben, wenn Sie viel Kupfer einsetzen, wenig Stromverluste haben. Also eigentlich ein Konjunkturprogramm für Kupfer, was wir natürlich befürworten, auch als insgesamt die energieintensive Industrie. Nur hat einen Haken, wir wollen eben, dass das Kupfer oder das Alu oder das Stahl eben auch aus diesen Gebieten hier kommt und nicht eben aus China, da kommen wir wieder auf China. Bisher ist es so gewesen, dass aus unserer Sicht, vielleicht bin ich da nicht so ein typischer Lobbyist, gar nicht so viel über die Politik klagen, was das angeht. Ich glaube, die Politik hat gerade bei den vielen Gesetzen, Ausnahmeregelungen und so weiter, recht gutes Augenmaß bewiesen bisher. Jeder Euro ist immer zu viel, kann ich mir vorstellen, aber es ist eben doch in gewissen Schranken gehalten worden. Wenn ich jetzt an EEG, KWK, Ökosteuer, CO2-Steuer, all diese Dinge denke, dann wird auch immer darüber nachgedacht, wie können wir es erreichen, dass die energieintensive Industrie auch wettbewerbsfähig international gehalten wird. Was uns etwas mehr Ängste macht im Moment, ist die allgemeine Stimmung, Verteilungskämpfe, Neiddebatten und solche Dinge, wo wir sagen, dann wird diese relativ sinnvolle Arbeit der Politik doch eingeschränkt, dadurch, dass dann vielleicht auch aus Populismus versucht wird, die eine Gruppe gegen die anderen auszuspielen, zu sagen, warum zahlen die nichts und wir müssen alles zahlen von dieser Wende und alle solche Dinge. Der Grund ist ganz einfach, Kupferpreis, um bei Kupfer zu bleiben, ist auf der ganzen Welt der gleiche. Sie zahlen in Shanghai, in New York, in Hamburg den gleichen Preis für eine Tonne Kupfer. Das gilt für Alu auch und für andere Metalle. Und sie haben eben nicht die Möglichkeit, irgendwelche Zusatzkosten an einen Kunden weiterzureichen. Ob das jetzt CO2 heißt oder Ökosteuer oder EEG. Deshalb, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, brauchen Sie dort ein Level Playing Field. Wir haben ein zweites Thema durch die Energiewende, das ist die Netzstabilität. Bei so einem Schmelzwerk, wo Sie Metalle aufschmelzen, haben Sie natürlich immer das Problem, dass Sie einen Blackout massiv fürchten. Also in unserem Falle, wenn Sie im tiefsten Winter so etwas haben, dann friert irgendwann das Metall ein, also wenn Sie mehrere Stunden vom Netz weg sind und Sie können eben nicht wie auf der Herdplatte zu Hause das einfach wieder anstellen und dann wird es wieder flüssig, sondern Sie
müssen dann das quasi bergmännisch abbauen, mit Hacke und Spitze und dann am Schluss den Ofen auch noch wegschmeißen. Das heißt, es stellt sich auch die Standortfrage dann, wo baue ich den neuen Ofen auf? In Hamburg oder dann eben an einem Ort, wo diese Probleme Netzstabilität nicht sind? Ich weiß, dass es 2010, 14 Eingriffe der Bundesnetzagentur gegeben hat. 2011 nach Fukushima waren es eben, oder nach Abstellung der Grundlastkraftwerke, waren es eben schon über 240 solcher Eingriffe, die für die Stabilität sorgen sollen. Ein Betrieb wie der unsrige oder die meisten energieintensiven Betriebe sorgen für eine gewisse Netzstabilität auch. Und insofern ist das auch sicherlich sinnvoll. Wir sehen das Ganze eigentlich sehr kaufmännisch auf Investitionsbasis, relativ emotionslos, welche Energien genommen werden sollen. Wir wollen uns einen gewissen Mix erhalten. Sie hatten gefragt, was können wir tun jetzt im Moment? Ich sage einfach, wir müssen versuchen, doch dieses Augenmaß zu behalten, zu sagen, bitte, es muss dort aus bestimmten Gründen, wirtschaftlichen Gründen, einen Ausgleich geben für die energieintensive Industrie, denn sie sorgt für die Grundstoffe, die für diese Wende überhaupt nötig sind. Rohstoffsicherung und eben, dass sie die ganze Wertschöpfungskette in diesem Land auch so behalten. Das hilft uns auch in der Forschung und in all diesen Dingen. Ein kleines Beispiel würde ich gerne noch geben, wenn das in meinen 5 Minuten noch drin ist. Wir haben, mein Energieteam hat mir eine schöne Turbine vorgestellt, wo wir noch Abwärme nutzen können, die wir heute noch nicht nutzen. Etwas schwierig, deshalb etwas teuer. Geld kommt zurück in 8 bis 10 Jahren. Ich bin dann mit diesem schönen Kostenvoranschlag bei meinem Vorstandsvorsitzenden gewesen und der hat gesagt, okay, Gerkens, hast du denn dein CO2-Problem gelöst mit der Kompensation? Ich sage, naja, das regeln die 2012. Aus EU kommt das jetzt irgendwann. Und dann sagt er, ja, ich soll jetzt für 8 bis 10 Jahre was investieren und du kannst mir nicht sagen, ob wir ab 2013 noch zu Kosten, wettbewerbsfähigen Bedingungen Kupfer hier am Standort produzieren können. Da werden also heute schon Investitionen nicht gemacht, die für den Umweltschutz, für Energiesparen, all solche Dinge sind, nur durch die Unsicherheit. Weil wenn das, was die Politik verspricht, auch eingehalten wird, hätten wir eigentlich keine Probleme. Und wir wollen halt nicht, dass das, was mit den seltenen Erden ja groß in der Presse auch war, dass da 95% von einem Land der Welt beherrscht werden und was sie ja für jeden Effizienzmotor brauchen, solche seltenen Erden heute noch, das wird dann aus China gesteuert, wie viel solche Motoren hier hergestellt werden können. Das soll bitte nicht mit Kupfer passieren, auch nicht mit Alu. Ich möchte auch nicht, dass in China bestimmt wird, wie viele Windräder wir hier in Deutschland bauen. Dankeschön. Recht herzlichen Dank. Wir kommen also auch von dieser Seite jetzt wirklich ans Eingemachte. Herr Schlögel, wir gehen immer so wieder vor. Ich möchte Ihnen zuerst ganz herzlich für den letzten Kommentar danken. Ich bin auch kein Lobbyist, aber ich würde das alles unterschreiben, was Sie gesagt haben. Die Unsicherheit ist eine der größten Probleme, die wir haben, um die Energiewende voranzubringen. Und das war ein sehr lebendes Beispiel dafür. Ich hätte 3 Fragen. Eine haben Sie schon halb beantwortet. Wenn Sie die Probleme der Netzstabilität fürchten, ist es ökonomisch sinnvoll für Sie, Ihre Energie selbst zu erzeugen und sich von öffentlichen unabhängig zu machen? Da gibt es dann viele Gestaltungsmöglichkeiten. Die zweite Frage ist, es wäre doch sicher ganz interessant, wenn Sie uns was über die Energieeinsparpotenziale von recyceltem Kupfer sagen. Da ist auch ein Thema, das man behandeln sollte. Und das dritte Thema ist, interessiert mich als Chemiker, haben Sie Interesse oder verfolgen Sie das Gebiet für Ersatzstoffe, synthetische Metalle? Ist das für Sie ein Thema oder ignorieren Sie das einfach? Okay. Also auch da kann ich wieder unproblematisch anschließen. Kupfer ist ja ein Metall, das wir seit vielen Jahrtausenden nutzen. Also es wäre schon toll, wenn man einen Ersatz fände, aber offensichtlich hat sich das bislang auch in den modernsten Technologien bewährt. Die Fragen, die Herr Schlögel gestellt hat, will ich nicht nochmal stellen, denn die waren auch auf meiner Agenda. Aber ich würde gerne nochmal Sie bitten, uns zu verdeutlichen, am Beispiel Kupfer, die Bedeutung der Wertschöpfungskette. Wir sind ja, es war ja doch ein Erlebnis, und das sage ich jetzt auch als Präsident von Accretech, dass wir so gut durch diese Finanz- und Wirtschaftskrisen kommen, weil es offensichtlich gelingt, in Deutschland die Wertschöpfungsketten insgesamt abzubilden und damit kurzfristig auch auf entsprechende Bedarfe oder eben Nichtbedarfe reagieren zu können. Da würde mich nochmal interessieren, wie Sie sozusagen diesen Kontext aus Ihrer Produktionseinheit in dieser Konstellation sehen. Ja, die beiden anderen Fragen wollte ich auch unterstreichen. Also Recyclinganteil, vielleicht nicht nur bei Kupfer. Wenn ich richtig informiert bin, sind wir gerade bei Aluminium natürlich mit einem sehr hohen Recyclinganteil hier. Und dabei die Energiesituation gänzlich anders als bei
neuen Aluminiumherstellung. Das, glaube ich, ist für Kupfer auch so zu sehen. Das ist nebenbei der kleine Vorteil gegenüber Shanghai, wo sie das Recyclingmaterial vielleicht nicht so haben. Mich würde auch mal interessieren Ihre Einschätzung. Sie sagen, da mussten mehr Regelungseingriffe vorgenommen werden. Ist das nicht zu erwarten, dass, wenn man mehr Regelungseingriffe hat, dann auch die Regelungstechniken sich genau darauf einstellen? Haben wir nicht eine relativ traditionelle Regelungstechnik, weil wenige Eingriffe da waren? Und wird nicht die Technik genau darauf wieder mit zu antworten haben? Das wäre eine Frage nicht nur an Sie, das machen Sie nicht, aber für uns ist das, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ob man das für granted nehmen muss, dass es so ist, oder ob man ganz andere Regelungstechniken in der Entwicklung von IT hat, die das dann machen, hat dann auch große Folgen für Smart Grid, wenn ich es richtig sehe. Dann ein letztes, Kosteneinschätzung. Bei energieintensiven Betrieben, Sie haben richtigerweise gesagt, da macht sich die Politik Gedanken darüber, wie können wir das abfedern. Also Sie sind freigestellt von dem Zuschlag für erneuerbare Energien, Sie haben andere Regelungen mit Blick auf die Netzentgelte. Alles das ist ja auch mit Blick auf die Netzstabilitätsleistung, die Sie haben, nachvollziehbar. Nun sehen wir, dass in dem einen Jahr nach der Energiewende die Börsenpreise für Strom kontinuierlich gesunken sind. Am Anfang lagen sie bei 6,5, jetzt liegen sie etwa bei 5 Euro Cent. Das muss sich doch eigentlich bei Ihnen positiv bemerkbar machen. Das muss doch eigentlich eine Situation sein, wo Sie sagen, wenn das alles so gegeben ist, dann sind wir dabei sicherlich nicht nur die Belasteten, sondern eine eher begünstigte Entwicklung. Denn Sie können da, ja, weil Sie den kontinuierlichen Bedarf haben, besser planen. Und diese Frage würde ich gerne noch mit dazu gestellt haben. Herzlichen Dank. Okay, dann fange ich bei Professor Schlögel an. Selbst erzeugen, wir haben mal so ein Kraftwerk geplant, das stößt aber CO2 aus. Und zumindest das, was wir geplant hatten, war ein Müllkraftwerk und stand in direkter Konkurrenz mit dem Moorburger Kraftwerk von Vattenfall. Und da hat damals die Politik gesagt, bitte nur eins in Hamburg. Und insofern waren wir da nicht so ganz einfach. Wir haben allerdings durch die Energiewende und die Angst, die uns auch 50 Hertz und die ganzen Netzbetreiber eigentlich gemacht haben, nach dem Motto, jetzt, wenn jetzt einmal Brockdorf ausfällt, dann passiert das und das. Also es war relativ schwierig, eigentlich da zu sagen. Kleine Zwischenfrage, wenn Sie mit Müll nicht vorankommen, denken Sie jetzt über Gas nach? Wir haben auch über Gas nachgedacht. Wir sind nur kein Energieerzeuger. Das ist so ein bisschen problematisch. Wir glauben immer, dass derjenige das machen soll, was er gut kann und richtig kann. Und ich glaube, dass die Energieerzeuger auch Energie erzeugen sollen, zumindest für einen Grundlastbetrieb in der Größenordnung, wie wir Strom brauchen. Nicht, wir haben so ungefähr 1 Milliarde Kilowattstunde als Bedarf in Deutschland. Das sind irgendwelche 400.000 Haushalte oder so. Also das selbst zu erzeugen, ich glaube, das kann RWE und E.ON und Vattenfall und EnBW besser. Wir haben jetzt wegen der Energiewende, wegen der Ängste, haben wir Notstromaggregate zugekauft, die wir aufs Werk gestellt haben, weil wir gesagt haben, bitte, wir können dann nicht weiter produzieren, aber wir halten zumindest das Zeugs warm, damit es nicht einfriert. Nicht? Also das waren sicherlich Kosten, auch siebenstellig, die wir tragen mussten, weil wir gesagt haben, bitte, wir können dann nicht einfach sagen, es passiert jetzt schon nichts und es geht schon gut. Gott sei Dank ist es ja gut gegangen, aber das wird uns auch die nächsten Winter, wahrscheinlich hauptsächlich die Winter, begleiten. Recycling haben wir konkret einen Anteil von etwa 40%, sind größter Kupferrecycler der Welt und ist natürlich energetisch interessant. Interessant aber auch eine Diskussion dabei, weil wir haben ja mit Fraunhofer verhandelt über Benchmarks in Brüssel, was CO2 angeht. Und da ist es eben leider sehr problematisch, wenn Sie jetzt so einen Benchmark suchen und wenn Sie jetzt Regenrinnen recyceln, das besteht zu 99% aus Kupfer, dann haben Sie ungefähr 1 Tonne CO2 pro produzierter Tonne Kupfer. Wenn Sie jetzt diese Dinger hier recyceln, meine Oma hat in dem ganzen Leben ein Telefon gehabt, ich habe Nummer 12 oder so, glaube ich, weiß nicht genau, nicht mehr mitgezählt. Das heißt, die werden viel recycelt, ist aber neben Kupfer auch viel anderes drin. Das heißt, wenn ich das einschmelze, separiere und so weiter, dann habe ich etwa 20, 30 Mal so viel Masse eingeschmolzen. Entsprechend habe ich nachher 20 Tonnen CO2 bei Produktion einer Tonne Kupfer.
eigentlich nicht dreckiger, nur es ist eben anderes Vormaterial. Es gab große Diskussionen mit Frau Hofer deswegen, soll jetzt der Betrieb, der jetzt 20 Tonnen hat, 19 Tonnen, weil über Benchmark CO2 bezahlen oder nicht? Und dann in dem Fall würde nämlich, das ist dann Ihre Frage, Herr Professor Töpfer gewesen, dann würde dieses Material eben einfach nach China abwandern, weil Sie eben von keinem Reststoffhändler das Zeugs bekommen, wenn Sie diese Kosten da. Sind Sie im internationalen Wettbewerb auch dort wieder und bieten gegen Chinesen und gegen Inder auch für den Schrott auf dem Markt an? Und wenn Sie dann so und so viel Euro draufpacken pro Tonne, ist das Zeugs einfach weg. Es kommt hier nicht mehr her. Ich will einmal dazwischen fragen, wie ist denn der spezifische Energieverbrauch bei recyceltem Kupfer und bei anderen? Das hängt so ein bisschen von dieser Komplexität ab. Das ist eben die Regenrinne sehr viel geringer als. Sie können nur den gesamten Kupferbedarf mit Recycling nicht decken. Sie brauchen auch Primärkupfer heute noch. Und insofern, Kupfer ist ja sehr schön. Wenn Sie es recyceln, haben Sie keine Verluste. Nicht wie bei Papier, Altpapier oder so, sondern Kupfer können Sie nicht mehr qualitativ trennen von dem Primärerzeugten oder von recyceltem Kupfer. Es ist die Standardkathode 58BE Siemens Leiteinheiten. Das können Sie so wieder erzeugen. Nur, es ist da wirklich die Frage, wie verunreinigt ist, welche Verunreinigungen sind dran. Es gibt auch Recycling, was energetisch schwieriger ist, als Primärkupfer wieder zu erzeugen. Und gerade da sind wir besonders gut, eben bei den sehr komplexen Stoffen, die man sonst einfach nur auf die Müllhalde kippen kann, dass wir da wirklich versuchen, alle Stoffe rauszuholen, auf Rohstoffsicherung aus sind und dort etwas gewinnen. Jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht lesen, was das hier heißt. Hier. Systemstabilität, ist das, war das, nee, das kann ich selbst nicht. Okay. Ich helfe Ihnen mal, wir hatten noch das Thema Wertschöpfungskette in Deutschland, eventuell Netzstabilität, das war schon Smart Grids Herr Hütte, und die Strompreise am Großmarkt, die vielleicht genau in die Richtung der verbrauchenden Industrien sich entwickelt haben. Okay, Wertschöpfungskette ist der Punkt eigentlich. Wenn ich jetzt mal an die Stellatoren denke, da versuchen die mit Kupfer, Chrom, Zirkon zu arbeiten. Da wird, wenn Sie eine solche Grundstoffindustrie in Deutschland haben, haben Sie natürlich auch die Forschung da, dass Sie eben auch weiter, wir arbeiten mit den folgenden Betrieben, ob es jetzt eben eine Leoni ist oder ob es jetzt in die Automobilindustrie geht, in welche Industrien auch weiter, arbeiten wir dann natürlich auch übergreifend zusammen. Legiere ich etwas in das Kupfer schon gleich bei der Drahtherstellung, bei der Strangusherstellung hinein, um das Material duktil zu machen oder so. Das heißt, Sie haben sehr viele Möglichkeiten, dort etwas zu gestalten, was dann insgesamt übergreifend zu dem besseren Endergebnis führt am Ende der Wertschöpfungskette. Die Preisgestaltung, das ist ein wichtiger Punkt, einfach aus dem Grund, weil wenn Sie versuchen, ich versuche das immer, mal eine richtige Tabelle zu kriegen, was kostet eigentlich der Strom weltweit? Und Sie kriegen dann diese Eurostat-Daten und so, das können Sie gleich in die Tonne packen, weil es gilt natürlich nicht für eine Kupferhütte. Wenn Sie ganz konkret den Preis für eine Kupferhütte vergleichen, und da hilft mir leider auch die 5 Cent, oder jetzt sind es ein bisschen unter 5 Cent pro Kilowattstunde, die man in Deutschland für den Strom bezahlt, ich sehe das ja immer in Relation. Was zahlt der Chinese, was zahlt der Inder, was zahle ich? Es nützt mir gar nichts, dass der Strompreis insgesamt gesunken ist, wenn er in China auch sinkt. Das ist mein Wettbewerber, der kauft mir die Konzentrate vor der Nase weg. Und insofern, wenn ich den Vergleich mache, und den machen wir, indem wir konkret gucken, was zahlt die Aluhütte in Frankreich, was zahlt sie in Spanien, was zahlt sie in China. Und dann sind 5 Cent verdammt hoch. Das ist unser Problem. Das ist nicht der Bürger, der zahlt vielleicht sogar mehr in Spanien heute als hier, oder ich weiß gar nicht genau. Aber die Kupferhütte in Spanien, die zahlt weniger. Oder die in Schweden, die kriegen da oben Wasserkraft für 3 Cent. Das kriege ich hier nicht mit 5 Cent. Nicht? Also, und ich komme auch nicht unter die 5 Cent, nicht? Keine RWE verkauft mir das unter dem Preis, weil sie sagen, naja, dann kann ich es ja auch in die Börse verkaufen. Warum soll ich es an dich verkaufen unter diesen EEX-Preis? Da nützt mir auch meine Langfristigkeit überhaupt nichts. Also diese Preisrelation ist das Problem und da ist Deutschland eben doch im Grundpreis ohne EEG, KWK, Ökosteuer, CO2 schon so hoch, dass wir nur durch unsere sehr gute Energieeffizienz, wir sind da etwa doppelt so gut wie Asien, dass wir mit der gleichen Energie eine Tonne mehr Kupfer aufschmelzen. Dadurch können wir das ausgleichen, dass wir diese Preisunterschiede heute haben. Und deshalb sagen wir, bitte nicht noch etwas obendrauf. Das ist unser großes Problem dort.
Okay, recht herzlichen Dank. Auch das ist ein Thema, was man weiter vertiefen kann, aber der Einblick war extrem hilfreich, glaube ich. Und wir sollten wirklich im Kontakt bleiben, denn das hieße ja, die drei in Schweden hatten sie ja vorher auch schon, vor jeder Energiewende, war ja dieses Delta schon da. Dass ja, der damit Antwort können wir also war, bei uns sinkt es nicht schnell genug, möglicherweise deswegen. Aber ich möchte ganz gerne doch festgehalten haben, dass wir in der bisherigen Entwicklung aus der zusätzlichen Nutzung von erneuerbaren Energien nicht den Preisimpuls gehabt haben, sondern aus anderen Gründen mit. Das wäre vielleicht eine Frage, die wir noch weiter diskutieren sollten. Herr Wollesen, Rewe, bin Ihnen ganz dankbar, dass Sie da sind. Wir kommen immer noch in derselben Ebene in die konkreten Fragen hinein. Bitte schön. Ja, besten Dank. Ich möchte aus Sicht der Rewe Group, das heißt des Handels, drei Themenschwerpunkte skizzieren. Zum einen die effiziente Verwendung von Energie, des Weiteren die ökologische und ökonomische verantwortungsvolle Beschaffung von Energie und zum Dritten das Thema Lastmanagement und ein kleiner Ausblick in diesem Sinne. Im Sinne unserer Nachhaltigkeitsstrategie arbeiten wir in den letzten Jahren intensiv daran, Aspekte der Nachhaltigkeit in unsere Gebäudekonzepte zu integrieren. Bei uns geht es insbesondere bei der Rewe-Markt recht gut. Die geht mit gutem Beispiel voran. Bereits die Eröffnung des ersten Rewe Green Buildings im November 2009 hier in Berlin zeigte, dass wie ein nachhaltig gestalteter Supermarkt der Zukunft aussehen kann. Der Pilotmarkt wurde als weltweit erster Supermarkt von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen mit dem Gütesiegel in Gold ausgezeichnet. Dieser Pilotmarkt ist CO2-neutral und verbraucht über 40% weniger als ein typischer Rewe-Standardmarkt. Ziel des Projektes war die Entwicklung einer neuen Supermarktgeneration und die Erprobung neuer Technologien. Die Erkenntnisse, die wir im Betrieb des Berliner Pilotmarktes bislang gewinnen konnten, flossen bei uns in die Neuformulierung der Rewe-Baubeschreibung mit ein. Bereits in diesem Herbst wird durch die Vergabe einer DGNB-Mehrfachzertifizierung für Rewe ein weiterer wichtiger Meilenstein erreicht sein, sodass die Märkte auch in Reihe so fortgeführt werden. Vor genau einer Woche erhielten wir dann die erfreuliche Nachricht, dass die Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung bei der Vorstellung von Sustainia. Das war, glaube ich, kein Feueralarm. In Rio de Janeiro das Rewe Green Building als eines der weltweit 100 besten Nachhaltigkeitskonzepte gewürdigt hat. Diese Auszeichnung bestätigt uns auf jeden Fall in der Auffassung, dass wir mit unseren Märkten und unserer Nachhaltigkeitsstrategie auf dem richtigen Weg befinden. Ich gebe aber zu bedenken, dass eine zügige Erneuerung unseres Portfolios, unserer Märkte, allein durch die Optimierung der Baubeschreibung nicht erreichen können. Beim Vollsortiment expandieren wir derzeit mit rund 100 bis 120 Märkten pro Jahr im Discount-Bereich. Das heißt, Penny sind es etwa 60 bis 80 Filialen. Wenn Sie den Thom Baumarkt oder beispielsweise Promarkt, das heißt unsere Unterhaltungselektronik, betrachten, dann sind die Zahlen dort naturgemäß geringer. Angesichts über 6.000 Bestandsmärkten in Deutschland ist Ihnen ersichtlich, dass wir da eine Problematik auf jeden Fall sehen. Ein weiterer besonderer Fokus liegt in der effizienten Verwendung in Energie in den Bestandsmärkten. Diese werden sukzessive verbessert, die Bestandsmärkte, aber jeweils unter Berücksichtigung der Umbauzyklen. Wenn man davon ausgeht, dass eine Kälteanlage 15 Jahre im Markt verbleibt, dann kann man auch da sehen, dass die Umbauzyklen natürlich ein wenig in die Jahre hineingehen. Diese Verbesserungsmaßnahmen sind jedoch immer die Suche nach machbaren Lösungen im Einzelfall, da sich die Märkte und die Technik in den vergangenen Jahrzehnten teils stark unterschiedlich entwickelt haben. Wenn wir einen Blick auf die Beschaffung werfen, dann können wir festhalten, dass wir seit 2008 konsequent auf eine Versorgung mit Grünstrom setzen, der nach vom TÜV Süd in der Qualität EE01 zertifiziert ist. Neben dieser ökologischen verantwortungsvollen Beschaffung von Energie steht für uns aber auch ein weiterer Aspekt im Vordergrund, das ist die ökonomisch verantwortungsvolle Beschaffung. Der deutsche Lebensmitteleinzelhandel ist einer der am härtesten umkämpften Märkte weltweit. Hier bleiben keine Spannen, die uns irgendeinen Spielraum in der Beschaffung von Energie erlauben. Bei uns wird auf der Basis von langjährigen Lieferverträgen durch eine eigene Beteiligungsgesellschaft der Strom beschafft.
aber auch Gas wird über diese Gesellschaft beliefert. Dies trägt bei uns maßgeblich zur Stabilität in der Energieversorgung bei, unter Berücksichtigung der ökologischen, aber auch der ökonomischen Aspekte. Was uns ein bisschen zu bedenken gibt, ist, dass dennoch eine stetige Steigerung des Strompreises festzustellen ist. Noch vor wenigen Jahren konnte ein Verhältnis postuliert werden von 60% Strompreis und 40% Abgaben. Innerhalb weniger Jahre hat sich dieses Verhältnis komplett gedreht, sodass wir mittlerweile von 40% Energiepreis und 60% Abgaben sprechen, mit steigender Tendenz. Einen wesentlichen Beitrag zu dieser Steigerung leistet die EEG-Umlage. Allein in dem Jahr 2010 auf 2011 bedeutete die Mehrbelastung für unsere Gruppe eine Summe von rund 30 Millionen Euro. Die voraussichtliche Steigerung zum Jahreswechsel jetzt von 3,592 auf 4,7 bis 5,3 Cent pro Kilowattstunde wird auch bei uns wahrscheinlich wieder in einem zweistelligen Millionenbetrag ausfallen. Herr Wollesen bekommt einen Satz Nachspielzeit wegen der Unterbrechung eben. Einen Satz, okay. Es wäre einfach, an der Höhe der EEG-Umlage das Scheitern der sogenannten Energiewende auszumachen. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass, wie der Herr Gerkens auch gerade sagte, die Preisnachlässe, die wir in der Industrie haben in Form der EEG-Umlage oder auch der Netzentgelte, den Einzelhandel und andere Verbrauchergruppen deutlich belasten. Während wir derzeit von einem Satz, einem Umlageanteil von 0,6 Cent in der Befreiung ausgehen können, wäre der EEG-Umlageanteil eigentlich bei 3 Cent statt bei 3,59. Über den der Verbraucher zahlt somit über seinen eigenen Energieverbrauch und somit auch über den Energieanteil, den er in Produkten oder Dienstleistungen konsumiert. Vielen Dank. Okay. Ja, recht herzlich. Ich habe ja gewarnt. Sie meinen es ernst. Ich war immer ganz gespannt drauf, auf das, was ich wirklich von Ihnen hören wollte. Ja. Die Frage, wie Sie Demand-Side-Management in Angriff nehmen. Also stelle ich das gleich als Frage mit dazu, da können Sie das in die Antwort reinbringen. Herr Schlögel? Es ist ja gut, dass dieses Panel hier vorne nicht Expertenpanel heißt, weil Sie könnten natürlich berechtigt die Frage stellen, was kann Ihnen ein Chemiker für eine Frage stellen? Das tut er ganz einfach, er betrachtet es nämlich systemisch und geht nochmal auf den Unterton Ihres Beitrags ein. Es ist ja sehr bemerkenswert, dass Sie als ein Endnutzer von Energie sich so tiefe Gedanken über diese Frage machen. Und dann bleibt die Frage, ist das ausschließlich der Ökonomie geschuldet? Und wie sehen Sie das mit den Instabilitäten oder den Unwägbarkeiten der Rahmenbedingungen, unter denen Sie handeln? Oder sehen Sie auch noch andere oder eventuell langfristige Handlungsmotivationen für das, was Sie uns vorgestellt haben? Zwei Fragen. Einmal würde mich interessieren, Sie hatten das eingangs gesagt, was für Sie CO2-neutral bedeutet. Und zum anderen, das ist zwar jetzt nicht ganz im Blick, aber irgendwie doch relevant, die wesentliche Energie sind ja nicht die Gebäude, sondern die Produkte, die sie anbieten und wie man damit umgeht. Können Sie da ein Wort dazu sagen? Von mir abschließend noch mal eine Frage, die geht in die Richtung von Herrn Töpfer. Sie können gerade mit so einer Kette von Einzelhandelsunternehmen, die jeder auch in seiner Nachbarschaft hat, wenn man sich das zusammengeschaltet vorstellt, einiges als Großverbraucher erreichen. Wenn Sie Flexibilitäten hätten, da würde ich gerne mehr darüber erfahren, die ja eventuell auch das System stützen könnten. Das war meine Frage. So sind wir schon koordiniert. Genau. Herr Wollensen. Beginnen wir mit Ihrer Frage, vielleicht Herr Professor Dr. Töpfer. Das Thema, die Frage, wie gehen wir jetzt eigentlich, gehen wir nur aus Aspekten das Lastenmanagement an sich ist für uns ein Thema, was wir standortspezifisch jeweils untersuchen müssen. Es ist ein Bestreben in unserer Nachhaltigkeitsstrategie, dass wir an unseren Standorten den Anteil der Eigenenergie erhöhen wollen, dezentral auch eine Versorgungsstruktur aufbauen wollen. Wir sind derzeit dabei, Konzepte für die Einbindung von erneuerbaren Energien und Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung zu forcieren. Wir werden garantiert keine Unabhängigkeit in der allgemeinen Stromversorgung da erreichen können in kürzester Zeit. Die Frage ist einfach nur, wir sind derzeit schon in der Lage, mit PV beispielsweise auf Märkten rund 30-35% des Energieverbrauchs zu decken, ohne dass wir Speicher einsetzen müssen. Mich interessiert nicht so sehr die Angebotsseite, die Nachfrageseite, Demand Management. Genau. Sie haben unendlich viele Kühlketten und Kühlanlagen. Wie weit können Sie die denn in die
in das Management von Energienachfrage einbinden? Es ist ein sehr schwieriges Thema. Im Handel ist das Thema wirklich noch nicht großartig untersucht worden. Es wird immer viel über unsere Logistikstandorte gesprochen, als dass diese Standorte ja Speicher sind. Die Frage ist aber nicht gelöst, weil wir im Moment nicht in der Lage sind zu beantworten, ob das wirklich Speicher sind. Wir haben jede Menge Ware drin, das sind eigentlich Warenumschlagplätze und wir haben auch viele Flüsse in das Lager und wieder aus dem Lager heraus. Also wenn Sie beispielsweise einen Obst- und Gemüselageranteil sehen, dann werden Sie dagegen späten Nachmittag teilweise keine Ware mehr drin sehen. Das heißt, wir bringen sehr viel thermische Masse rein und sehr viel wieder raus. Das werden wir jetzt relativ zeitnah im Rahmen einer Studie untersuchen, weil wir dieses Lastmanagement an diesem Standort eigentlich im Moment nicht beziffern können. Wir müssen dazu genauer in die Messung einsteigen. Wir müssen die innovativen Ansätze erneuerbaren Energien mit einbeziehen und uns Gedanken machen, welche Speicher uns zur Verfügung stehen und welche wir vielleicht ergänzen müssen. Das bereiten wir derzeit in einer Studie vor, haben aber da noch keine Antworten parat. Kennen Sie da in der Branche sich besser noch aus? Gibt es da andere, die auf diesem Gebiet schon weiter sind als REWE? Natürlich nicht, aber die auch darüber nachdenken. Ich weiß, dass es eine Untersuchung gab zu einem Lagerstandort im, wenn es mich nicht täuscht, in Friedrichshafen, glaube ich, war das. Und dort ist das Ganze untersucht worden, aber das ist ein Lagerstandort. Und insofern, der ist leider auf unsere Anwendung nicht übertragbar. Zu den weiteren Fragen. Wir hatten die Frage, wie gehen wir mit den Unwägbarkeiten um, Herr Schlögel? Das ist bei uns ein großes Problem. Also wir sind derzeit bei der Kalkulation unserer Projekte tatsächlich haben wir die Schwierigkeit, dass wir gerade die politischen Strömungen nicht einschätzen können. Und da muss ich auch den Vorrednern und Vorrednerinnen recht geben. Wir sind nicht in der Lage, beispielsweise einzuschätzen, wo die EEG-Umlage in den nächsten Jahren hinausläuft. Die Frage ist sogar, besteht diese EEG-Umlage in den nächsten 2 Jahren noch? Und das ist für uns die Schwierigkeit. Wenn ich jetzt irgendeine wirtschaftliche Anlage kalkuliere, dann stellt sich mir die Frage, mit welchem Strompreis kalkuliere ich? Wir hatten gerade eben auch, da muss ich jetzt einfach nochmal zurückfragen, die Stromgestehungskosten, dass das Fraunhofer ISE zum Beispiel jetzt untersucht hat zu PV-Anlagen. Das ist zum Beispiel so ein Beispiel. Da wird gesagt, PV-Anlagen sind bereits jetzt auf dem Niveau von Haushaltsstrom. Und das ist, wir sind sozusagen pari-pari, können bereits mit PV Strom erzeugen. Aber was vernachlässigt wird, ist an der Stelle, dass ich auf der einen Seite über Äpfel und auf der anderen Seite über Birnen rede. Das heißt, der Strom auf der einen Seite beinhaltet einen EEG-Anteil, der Haushaltsstrom. Wenn ich die Stromgestehungskosten der PV-Anlage dann betrachte, beinhaltet es das nicht. Und insofern, die Schwierigkeit haben wir immer, dass diese Sachen sehr leicht miteinander verwaschen werden und uns die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung sehr schwer machen. Dann hatten wir das Thema Produkte. Da bin ich jetzt nicht ganz der Experte, sondern da ist es so, dass wir über unseren Label Pro Planet und unseren Nachhaltigkeitsberat die nachhaltige Entwicklung von Produkten durchaus forcieren. Das geschieht so, als dass wir Hotspots identifizieren und dementsprechend nachhaltig zertifizierte Produkte in den Markt bringen. Wir sind derzeit konzentriert auf die Eigenmarken mit unserem Pro Planet Label. Es ist jedoch, wenn wir das auf das Themenfeld Energie ausweiten, derzeit nicht angedacht, wäre mir nicht bekannt, dass wir da eine Energiebilanz über die Produkte, die wir generell im Markt anbieten, führen werden. Ich finde den Ansatz gut, dass Sie sich Gedanken machen. Ich halte das wirklich für zentral, wenn man überlegt, was da investiert wird, um es am Ende nicht zu konsumieren. Also da kann man über Gebäude viel reden, aber ich glaube, das ist einfach ein ganz zentraler Punkt. Aber mich würde doch nochmal Ihr Begriff oder Ihre Definition von CO2-neutral. Sie hatten ja gesagt, Sie haben ein Gebäude errichtet, das CO2-neutral ist, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Wie Sie das definieren? Also die Bilanzierung ist so, dass wir die bestehenden Maßnahmen, also die verschiedenen Aspekte dieses Gebäudes bilanziert haben und dementsprechend auf eine CO2-Neutralität kommen. Das heißt, es wird zum einen wird dieses Gebäude über Grünstrom versorgt, zum anderen wird es über eine PV-Anlage auf dem Dach und auf dem Vordach versorgt. Wir haben eine Tageslichtarchitektur, die einfach den Strombedarf der Beleuchtung sehr stark senkt. Wir sind im Bereich der besten Dämmung und energiesparenden Bautechniken
Und im Ergebnis unter diesem Einsatz der regenerativen Energien in der Bilanz ist das über das Jahr gerechnet, ist das CO2-neutral, das Gebäude. Weitere Details dazu müsste ich in dem Fall nochmal recherchieren. Haben Sie herzlichen Dank. Ich glaube, auf das Thema Demand Management werden wir heute noch mal weiter eingehen, weil es natürlich eine zentrale Bedeutung hat dafür, wie ein Marktdesign für Strom und für Energie insgesamt aussehen wird. Und deswegen wollte ich das hier mal mit angefasst haben, weil mir die Hoffnung nach wie vor bestehen bleibt, auch bei Ihrer vorsichtigen Aussage, dass wir in solchen Anlagen wie Kühlungen, Flexibilisierungen haben, über deren vernünftige und intelligente Steuerung sie natürlich Last managen können und von daher gesehen eine andere Ausgleichsmöglichkeit für Marktdesign auch mitbekommen können. Also deswegen diese Frage, und das ist zumindest beruhigend, dass Sie sagen, wir machen jetzt eine Studie. Dann müssen wir uns also beeilen, dass wir auch eine machen, damit wir Ihnen zur Seite stehen können und andere auch. Herzlichen Dank. Dann gebe ich weiter an Herrn Münchmeier, der schon mehrmals etwas skeptisch mit dem Kopf geschüttelt hat. Also jetzt können Sie 5 Minuten skeptisch nicken. Ja, herrlich. Ja, vielen Dank für die Einladung, sehr geehrte Damen und Herren. Wir bei Greenpeace haben zwar unsere Büros an Land, aber Sie wissen, zu Hause sind wir eigentlich auf den Schiffen. Deswegen erlauben Sie mir bitte, darauf hinzuweisen, das Wort Energiewende, das kommt natürlich aus der nautischen Sprache, die Wende. Das ist bei den Seglern definiert als der Kurswechsel, bei dem das Schiff mit dem Bug durch den Wind geht. Und dann heißt es immer sehr schön, das bedeutet, dass der Wind während des Manövers kurzzeitig auch von vorn kommt. Wir spüren es, glaube ich, der Wind kommt von vorn. Aber wie kurzfristig ist das bei der Energiewende? Das ist eben die große Frage, weil jeder Segler weiß, würde man für eine längere Phase mit dem Bug im Wind verharren, hätte man nicht eine Wende vollzogen, sondern einen sogenannten Aufschießer. Und das ist jedoch genau das Manöver, mit dem man ein Segelschiff schnellstmöglich zum Stillstand bringt. Dass aus einer Energiewende ein Energieaufschießer wird, das ist das, was ich unserem Land und unserer Wirtschaft nicht wünschen möchte. Ihre erste Leitfrage lautet, wo stehen wir? Wir befinden uns mitten in der Energiewende. Das Gelingen der Energiewende verlangt daher von der Politik, aber eben auch von den Millionen von Teilnehmern an dieser Energiewende, Durchhaltevermögen, Entschlossenheit und auch so etwas wie Wachsamkeit. Wachsamkeit deshalb, weil es von zentraler Bedeutung ist, dass die Akzeptanz der Energiewende in der Bevölkerung so ausgesprochen hoch bleibt, wie sie bis heute ist. Diese Akzeptanz wird jedoch von steigenden Energiekosten und gerade auch steigenden Stromkosten für die Haushalte, Betonung Haushalte, also für die Menschen, die diese Energiewende so vehement eingefordert haben, bedroht. Schuld daran, so heißt es dann häufig, sei angeblich der überhastete Atomausstieg und das zu hohe Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Als Beleg dafür wird die für die Haushalte steigende EEG-Umlage angeführt. Man kann schon heute die Uhr danach stellen, dass am 15. Oktober diesen Jahres, wenn die Zahlen für die EEG-Umlage 2012 bekannt gegeben werden, das Lied der zu teuren Energiewende angestimmt werden wird, gerade auch von jenen, die in Wirklichkeit schon heute erheblich von der Energiewende profitieren. Und das sind gerade große energieintensive Industrieunternehmen. Vor diesem Hintergrund hat Greenpeace vor einigen Monaten das Forum Ökologische und Soziale Marktwirtschaft, FÖS, gemeinsam mit dem Institut für Zukunftsenergiesysteme, ICES, damit beauftragt, die geltenden Ausnahmen und Vergünstigungen für energieintensive Industrien bei einzelnen Energiepreiskomponenten zu analysieren und auf ihre Notwendigkeit für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit sowie die Existenz von Mitnahmeeffekten zu überprüfen. Ergebnis unserer 40-seitigen Studie Strom- und Energiekosten der Industrie, die wir vor 2 Wochen veröffentlicht haben, 9 Milliarden Euro an staatlichen Subventionen und finanziellen Vorteilen hat die Bundesregierung allein im Jahr 2011 der energieintensiven Industrie zukommen lassen. Das betrifft Ausnahmeregelungen bei der Energie- und Stromsteuer, beim EEG, bei der KWK-Umlage, bei der Konzessionsabgabe, bei den Stromnetzentgelten und die kostenlose Zuteilung von überschüssigen Emissionszertifikaten. Allein die privaten Haushalte müssen die Befreiungen von EEG-Umlage und KWK-Umlage pro Jahr mit 1,2 Milliarden Euro mehr für ihren Strom bezahlen.
In einem zweiten Schritt hat unsere Studie untersucht, wie sich höhere Energiekosten auf einzelne stromintensive Branchen auswirken. Ergebnis: In vielen Fällen sind Branchen und Prozesse durch höhere Energiekosten nicht wettbewerbs- und abwanderungsgefährdet. Die Papier- oder die Elektrostahlherstellung etwa können Erhöhungen der Energiekosten ohne nennenswerte Einbußen verkraften. Für die Zementindustrie gilt, dass sie wegen ihrer geringen Außenhandelsbilanz nicht wettbewerbsgefährdet wäre. Um die aktuelle Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie noch besser beurteilen zu können, ist auch die Entwicklung der Strompreise in den letzten Jahren relevant. In den Jahren 2007 bis 2010 sind die Bezugskosten für Industriestrom in fast allen EU-Staaten deutlich gestiegen. In Deutschland hingegen ist der Börsenpreis für die Industrie gesunken. Damit ist die deutsche stromintensive Industrie in Bezug auf die von ihr gezahlten Strompreise in den letzten Jahren durch den Ausbau der erneuerbaren Energien wettbewerbsfähiger geworden. Ich denke, es ist auch ein Zeichen, ein bestimmtes Signal, wenn sich energieintensive Industrien sozusagen öffentlich dafür bedanken, für diese Ausnahmeregelung, die Bundesregierung ihnen zukommen lässt, wie gerade hier geschehen. Das ist ein Signal, was zeigt, man kann also sehr gut mit der jetzigen Situation im Wettbewerb international bestehen. Gejammert wird von der energieintensiven Industrie in Deutschland also auf sehr, sehr hohem Niveau. Herr Münchmeier, Ihr Boot ist im Hafen. Und dann auch noch mit dem Aufschießer. Ne? Die Pauschalen. Ja, darf noch. Die pauschalen Vergünstigungen für die Großindustrie schaden der Energiewende und den Bürgern. Die künstlich niedrig gehaltenen Energiekosten schaffen zudem wenig Anreiz für Maßnahmen bei der Energieeffizienz. Manche Regelungen verleiten die Unternehmen sogar dazu, noch mehr Strom zu verbrauchen, um in eine höhere Begünstigungsstufe zu fallen. So gefährden sie die energiepolitischen Ziele der Bundesregierung. Danke. Ja, recht herzlichen Dank. Da können Sie mal sehen, wie breit wir in der Gesellschaft aufgestellt sind. Und das ist das Sinnvolle, dass wir sowas machen. Herzlichen Dank dafür. Fragen von Herrn Schlögel, Herrn Hüttel und Frau Goldhammer fragt auch, und dann komme ich vielleicht. Also wenn ich das höre, dann stelle ich ja fest, dass wir eigentlich auf der falschen Seite diskutieren. Wir haben nicht ein Problem, dass uns die Energiekosten davonlaufen, sondern wir haben ein Problem eines Regelungsdefizits. So habe ich den Beitrag verstanden. Würden Sie glauben, dass wir zu viel oder zu wenig staatliche Regelung in diesem Bereich haben? Wir haben staatliche Regelungen, die nicht zielgenau orientiert sind, nicht ausreichend zielgenau orientiert sind. Das ist das Problem. Es ist ja richtig, dass es Ausnahmeregelungen geben muss, nämlich in den Sektoren, für die Bereiche, wo Industrieunternehmen tatsächlich unter dem ganz, ganz hohen Druck des internationalen Wettbewerbs stehen. Aber hier wird eben mit der Gießkanne verteilt. Und das erfordert also einen neuen Prozess der Überprüfung, um auszuschließen, dass hier Mitnahmeeffekte erzielt werden. Und leider muss man feststellen, durch die EEG-Novelle 2012 wird dieses Missverhältnis sogar noch verstärkt, weil es so ist, dass mit der neuen EEG-Novelle ab dem Jahr 2013 noch mehr Ausnahmen ermöglicht werden, die Zahl der begünstigten Unternehmen verdreifacht. Das heißt, wir sind gerade an der Schwelle, wo dieser Effekt in eine vollkommen falsche Richtung läuft. Und gleichzeitig haben wir noch die letzte Zahl. Im Jahr 2011 machten die privilegierten Letztverbraucher etwa 15,5% des Letztverbrauchs aus. Ihr Anteil an der EEG-Umlage beträgt aber nur ca. 0,3%. Also stellen Sie diese beiden Zahlen mal nebeneinander. Das zeigt, da läuft politisch etwas aus dem Ruder. Dann möchte ich Ihnen nur noch antworten. Ich nehme auch Ihre Antwort, dass Sie wissen, was das richtige Ziel in der Energiewende ist. Das ist sehr schön, wenn das so ist. Und ich glaube, wir sollten uns dann darüber unterhalten, ob das wirklich von allen geteilt wird. Meine Frage geht in ein bisschen andere Richtung, aber in das Hauptthema, das Sie angesprochen haben. Wir haben ja gerade von dem Vertreter einer energieintensiven Unternehmung gehört, wie deren Einschätzung ist. In der Tat, Sie sind froh darüber, dass wir in Deutschland offensichtlich Bedingungen haben, die
die Wettbewerbsfähigkeit erhalten. Sie kommen zu einer völlig anderen Einschätzung. Und diese Art von Veranstaltungen sollen ja einerseits dazu dienen, diese Konflikte oder diese verschiedenen Einschätzungen offenzulegen, die Argumentationspfade transparent zu machen, soweit das geht, um dann Einschätzungen vorzunehmen. Ich würde mich mal einfach interessieren, wie gehen Sie mit diesen doch sehr disparaten Einschätzungen um, auch zum Beispiel mit der Frage, die Herr Gerkens aufgeworfen hat, dass wir da natürlich ein hohes Potenzial haben, das wir in die Bevölkerung tragen von unterschiedlichen Zuordnungen von Kosten. Die einen werden bevorzugt, die anderen werden benachteiligt. Wie ist Ihre Kommunikation, wie ist Ihr Austausch? Und sehen wir da irgendwo eine Möglichkeit zu einer irgendwie gearteten Konsensbildung oder bleiben diese disparaten Vorstellungen bestehen und sie müssen an anderer Stelle aufgegriffen und geregelt werden? Also ich finde es absolut nachvollziehbar, dass große Industrieunternehmen für Ausnahmen, die ihnen zugutekommen, natürlich eintreten und da auch verschiedenste Argumente ins Feld führen. Es ist nur die Frage, ob sich eine Bundesregierung dann davon überzeugen lässt oder nicht. Das, was wir wollen, ist eben tatsächlich die Offenlegung von Vorteilsnahmen und davon, wer wen sozusagen quersubventioniert. Wir haben es hier also zu tun mit einer umfangreichen Quersubvention von bestimmten Industriezweigen durch private Haushalte. Und das ist für meine Begriffe nicht hinnehmbar. Mir ging es nicht so sehr um die Feststellung. Mhm. Das ist ja ganz offensichtlich geworden. So, die Frage, gibt es einen Prozess, den Sie sich vorstellen können, den Sie vielleicht auch gehen können, um eben an der Stelle dieses Thema Gemeinschaftswerk, Energiewende. Ich meine, es wird immer wieder Situationen geben, die sind nicht auflösbar. Ja. Mit denen muss man dann umgehen. Aber die Frage ist, wie weit können wir das sozusagen hinreichend konsensual gestalten oder verharren wir in solchen Positionen, die unversöhnlich einander gegen. Es ist eine reine Frage an ja. der. An die also, ich verstehe, ja. Zum Prozedere auch. Ne? Also wir beteiligen uns eben aktiv an dieser Debatte. Deswegen haben wir diese Studie veröffentlicht vor 2 Wochen. Da gab es zahlreiche Reaktionen darauf, auch von den Industrieunternehmen, auch aus der Politik, auch vom BDI, glaube ich. Und gerne kann es da Gegengutachten geben und Gesprächsmöglichkeiten. Ich sehe das hier ja auch als Möglichkeit, als Forum, sich über diesen Punkt auszutauschen. Ziel aus unserer Sicht ist es natürlich, die Politik für diese Frage zu sensibilisieren. Weil die da quersubventionieren, sind letztendlich auch Wähler und Wählerinnen. Und von daher ist das eine Aufgabe für die Politik, da einzuschreiten. Nur ein Satz. Wir sind ja gar nicht so weit auseinander, wie Sie jetzt scheinen. Also Sie haben einen Zusatz gemacht. Wenn die im internationalen Wettbewerb sind, dann ist das okay. Und das sage ich ja, ich will ja keine Geschenke haben. Ich sage ja einfach, solange der Chinese 3 Cent hat, möchte ich nicht bei 10 Cent landen, weil dann kann ich meine Hütte eben zumachen. Also wir sind gar nicht so weit auseinander. Also den Wettbewerb, was meinen Sie, wie viel wir Almunia, Wettbewerbskommissar, nachweisen mussten, dass wir im internationalen Wettbewerb stehen und dass das Carbon Leakage gefährdet ist. Das ist nicht einfach so, ja, machen wir mal, sondern das mussten wir alles schön darlegen, bis er gesagt hat, okay, ihr kriegt Kompensation. Also das ist nicht so einfach. Okay, ich glaube, der Punkt, den Herr Hüttl rausgearbeitet hat, ist für uns ganz wichtig. Die Konsequenz ist ja, Sie sagen, man können andere auch Gutachten machen. Da kommen wir in eine lange Diskussion über viele, viele Gutachten. Und immer ist die Verdächtigung da, dass der das Gutachten in Auftrag gibt, in etwa auch schon weiß, was am Ende dieses Gutachten rauskommt. Das ist eine Verdächtigung, das ist eine Vertrauensfrage. Für uns eigentlich ist die Konsequenz, müssen wir nicht dafür Sorge tragen, dass man so etwas wie eine Transparenz herstellt, die nicht auf Gutachten, sondern auf den Fakten ist. Also muss das nicht jemand machen, der nicht von vornherein, aus welcher Weise auch immer, Partei ist. Das scheint mir ganz wichtig als Konsequenz mit zu sein, die wir hierbei haben. Heiner Geisler hat das immer gesagt, Faktencheck, wenn Sie sich daran erinnern. Für uns hat das zum Beispiel die große Frage, du kannst dir nicht nur im Monitoring sagen, sondern du musst dich darüber unterhalten, von wem nimmst du die Zahlen? Wir werden nämlich genau die Diskussion wieder haben, wenn wir nicht vorher
in auch öffentlicher Diskussion gesagt haben, und dieser Zahlenlieferant ist einer, der das Vertrauen hat. Wenn wir das nicht haben, kommen wir mit Transparenz nicht weiter. Insofern ist mir der Hinweis von Ihnen, Herr Hüttel, ganz, ganz wichtig. Das lösen wir heute hier nicht auf. Sie haben gesagt, wir haben Aufschlag gemacht, wir haben das nachgewiesen. Wir müssen sehen, wie wir mit sowas umgehen. Ich glaube, der Hinweis auf die globale Unterschiedlichkeit war ja wohl der entscheidende, den wir da gesagt haben. Wir haben einen sinkenden Strompreis, der auch dazu gut gekommen ist. Aber ich habe vorhin gesagt, offenbar sinkt er nicht schnell genug im Vergleich zu denen, was andere sind. Und da sind wir Hase und Igel. Und deswegen müssen wir eine andere Effizienz dabei haben. Das haben Sie, glaube ich, auch gesagt. Also noch ein Wort. Ich wollte das nicht missbrauchen, aber weil das ein ganz zentraler Punkt ist an dieser Stelle. Technik fein. Das ist auch genau dasselbe. Wir kriegen wunderbare technische Entwicklung, kommen andere und sagen, es hat aber diese Hase. Diese Konsequenzen, da müssen wir auch versuchen, das ein Stückchen aus der parteilichen Diskussion in eine objektive Darstellung von Fakten transparent zu bringen. Sie haben das Wort, Herr Münchmann. Ja, das ist nett, dass ich nochmal was da anfügen darf. Parteilich, ich meine, ja, wir stehen auf der Seite des Umweltschutzes und der Erreichung der Ziele der Energiewende. Wenn das Parteilichkeit ist, dann lasse ich das natürlich gelten. Ich wollte nur noch einen Satz sagen. Herr Gierkens sprach ja auch von der Zuverlässigkeit oder Nichtzuverlässigkeit von Daten von Eurostat. Also für uns ist das und auch für die wissenschaftlichen Institute, die für uns gerechnet haben, ist das eben die Grundlage, dass man einfach auf Eurostat-Zahlen zurückgreift. Und wenn man auf die zurückgreift, dann sieht man einfach, dass fast nur in Deutschland die Strompreise nominal stabil geblieben sind für die Industrie, für die Großverbraucher und in fast allen anderen Ländern, auch teilweise Länder, die Herr Gierkens erwähnte, wie Schweden und Spanien, gestiegen sind. Also ich denke, das ist eine ganz eindeutige Aussage. Danke. Okay. Also wir werden sehen, wie die Wettbewerbshüter das dann betrachten. Wenn das steht, hat das ja auch eine wettbewerblich-rechtliche Konsequenz. Herzlichen Dank, gut, dass Sie hier sind und wir bleiben im Gespräch. Frau Reich. Ja. Meine Damen und Herren, der Fokus meiner Ausführungen liegt auf der Nachfrageseite und hier bei den privaten Haushalten. Ganz gleich, von welchem Szenario man ausgeht, die privaten Haushalte müssen sparen, müssen ein Drittel der Energie einsparen, wenn die Energiewende gelingen soll. Und das ist schwer, werden doch die meisten Energieeffizienzgewinne durch Wachstum, sogenannte Rebound-Effekte, überkompensiert. Und das zeigt sehr, sehr deutlich, dass bei allen Themen um die Infrastruktur und die Angebotsseite und die Netze bei der Gestaltung einer Energiewendepolitik die Nachfrageseite ebenso intensiv mitgedacht werden muss. Verbraucher haben auf der Nachfrageseite ja ganz unterschiedliche Rollen. Sie tragen erstens als Kunden zur Energiewende bei, indem sie energieeffiziente Produkte, Dienstleistungen, Produktdienstleistungsbündel kaufen, sparsam nutzen, gemeinsam teilen und gemeinsam nutzen. Zweitens tragen sie als Co-Produzenten zur Energiewende bei, indem sie ihre Häuser und Wohnungen energetisch sanieren und selbst dezentral Energie erzeugen. Stichwort Effizienz, Haus Plus und Smart Homes. Groß ist der Zulauf bei Genossenschaften und anderen Formen von Energie in Bürgerhand, mehr Dezentralität. Und drittens, als Konsumentenbürger tragen sie auch bei oder auch nicht bei, wenn sie sich in Beteiligungsverfahren beispielsweise zur Netzinfrastruktur beteiligen. Das ist nicht rein akademisch, sondern das ist wichtig, weil man muss sich gut überlegen, in welcher Rolle man die Nachfrager, die privaten Haushalte anspricht, wenn man eine Energienachfragepolitik konzipiert, wie das Framing gewählt wird, wo man die Trigger auf Neudeutsch setzt. In einer Reihe von Befragungen, auch aktuellen Befragungen, haben Verbraucher eigentlich immer wieder die Bereitschaft erklärt, eine gewisse Zahlungsbereitschaft für kernkraftfreie, sichere Energieversorgung. Zwar war die Stimmung letztes Jahr nach Fukushima noch deutlich besser, aber sie ist immer noch da. Populistische Medienberichte über exorbitante Preisanstiege bei Energie verunsichern natürlich. Und ich denke, das ist ja auch genau Ziel und Zweck solcher Berichte. Tatsächlich unterstützt jeder Haushalt den Ausbau der erneuerbaren Energien konkret mit rund 10 Euro im Monat. Die aktuellen Korrekturen an der Photovoltaik beispielsweise ist nun sichergestellt, dass dieser Betrag erstmal relativ stabil bleibt.
Fakt ist auch, die Energiepreise für die Verbraucher werden langfristig aber moderat steigen, und zwar mit oder ohne Energiewende. Die Gründe liegen der Preissteigerung liegen nämlich woanders. Die liegen bei den fossilen Energieträgern, beim gleichzeitigen Zerfall der Preise im Emissionshandel. Verbraucher sind grundsätzlich auch bereit, Investitionen zu tätigen in Gebäudesanierung, effiziente Heizungsanlagen, dezentrale Energieversorgung. Sie können hier sehr viel beitragen, auch zum Lastmanagement, flexible, intelligente Energieversorgung. Allerdings, und da ist die Situation die gleiche wie bei den Unternehmen, die Rahmenbedingungen müssen sicher sein. Man braucht eine gewisse Investitionssicherheit, muss ein überschaubarer Zeitraum da sein. Ganz kontraproduktiv wirkt sich hier der Streit aus, beispielsweise über die steuerliche Begünstigung von energetischer Sanierung. Weiß man doch auch aus der Verhaltenspsychologie, dass unmittelbar sichtbare Steuerersparnisse sehr viel wirksamer sind als irgendwann sich einstellende Amortisationsgewinne. Man darf nicht vergessen, auch beim Energiesparen werden die Entscheidungen von Menschen getroffen und nicht von rational durchrechnenden Automaten. Man denkt das so im Energiebereich, ist aber nicht so, kann ich auch zeigen. Emotionen, Ängste, Verhaltensstarren, Intuition spielen eine Rolle und müssen von einer klugen, incentivierenden Politik begleitet werden. Auf der Veranstaltung des Rats hat jemand gesagt, die Energiewende ist auch ein emotionaler Hoffnungsträger, und als solcher, denke ich, ist es ganz wichtig, dass er auch so erhalten bleibt. Die großen Themen, die ich gerade angeschnitten habe, sind keine Selbstläufer, das wussten wir vor einem Jahr auch schon. Die bisherigen Ansätze sind gut, aber mager. Einiges muss geschehen. Erstens, wir brauchen noch viel stärker eine intelligente Mischung, auch für die Nachfrageseite, aktive Förder-, Informations- und Beteiligungspolitik für Verbraucher. Zweitens, wir brauchen noch sehr viel stärker eine unterstützende öffentliche Infrastruktur und eine systemisch gedachte Mobilitätspolitik. Wenn in 2020 eine Million Elektroautos auf Deutschlands Straßen fahren sollen, dann muss neben finanziellen Anreizen noch viel mehr gemacht werden. Da geht es um Parkraumbewirtschaftung, da geht es um doppelte Nummernschilder, Benutzen von Busspuren. Die Menschen entscheiden nicht nur nach monetären Vorteilen, sondern auch nach Bequemlichkeit, nach Zeitersparnissen, nach Statusgewinnen und, und. Drittens, wir brauchen, und die gibt es teilweise, aber sie sind eben noch nicht so verbreitet, besser designte, intelligentere Produkte, bei denen die energiesparende Alternative die Grundeinstellung ist. Das Öko-Institut hat immer wieder gezeigt, wie wichtig die Nutzungsphase ist in der Gesamtbilanz, und unter dem Stichwort technikgestützte Optimierung von umweltschonendem Konsumverhalten durch Integration in die Produkte, man kann das auch einfacher ausdrücken, beispielsweise Zeitsparuhren oder intelligente Stromzähler, Sparprogramme als Default, alles relativ wenig spannende Sachen, aber in der Summe ungeheuer effizient. Das sollte der Normalfall sein, und dann kann man sehr viel nachdenken über Sortimentsleistungen, über Public Procurement und so weiter. Viertens, Verbraucherberatung und Information sind natürlich wichtig und richtig. Wie könnte ich dagegen sein? Aber sie muss noch sehr viel stärker zielgruppenspezifisch sein. Sie muss sehr viel stärker die individuellen Lebenslagen der Menschen berücksichtigen. Sehr viel gut gemeinte Verbraucherinformation und Beratung geht schlicht über die Köpfe der Menschen hinweg. Es gibt ein paar gute Beispiele, beispielsweise die Caritas, die sich um einkommensschwache Haushalte sorgen, oder auch diverse Formen von interaktiven Technik-, Gebäude- oder Basischecks. Es geht darum, Barrieren zu senken und Reflexionsprozesse zu starten. Warum kann man nicht sowas machen wie jetzt bei der Organspende, dass regelmäßig über die smarte Art, wie man das macht, muss man nachdenken, aber dass regelmäßig im Grunde der Trigger gegeben wird, wie kann ich, also die Entscheidung forciert wird. Es gibt auch ein paar schlechte Beispiele. Ich bin ein rationaler Automat. Bitte? Ich bin ein rationaler Automat. Ja, aber ich kriege auch noch einen Nachsatz. Klar. Okay. Fazit, ich habe noch ein paar mehr Ideen natürlich, aber es gibt ja noch eine Diskussion. Verbraucher wollen keine Energie, sondern sie wollen sicher, bequem zur Arbeit, schön reisen, angenehm temperiert wohnen und so weiter. Und dies ohne eine Hochrisikotechnologie, der das Zeitfenster und das Motivationsfenster für energieleichtere Lebensstile ist weit offen. Insofern brauchen wir diese intelligente Nachfragepolitik jetzt. Herzlichen Dank. Nachfrage, Demand. Wunderbar. Herr Schlögl. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für Ihren Beitrag. Sie haben
Als erste Rednerin, glaube ich, einen neuen Faktor in die Diskussion eingeworfen, nämlich Energiewende ist von und für Menschen und ist kein abstraktes Thema. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Und ich bin sicher, dass Ihr Nachredner darauf noch weiter darauf eingehen wird. Ich möchte nur einen Punkt an der Stelle machen. Ich glaube, dass wir uns alle darüber einig sind, dass Energie eine gesellschaftliche Grundlage ist, eine Voraussetzung eigentlich für die Existenz von Gesellschaft. Und daraus leitet sich eigentlich für mich die Frage ab, Teilhabe von allen müsste eigentlich selbstverständlich sein, weil es ja alle betrifft. Und dann ist die Frage an Sie, auf der einen Seite ist das Nutzungsprofil von Energie für verschiedene Teilhabe in der Gesellschaft extrem verschieden. Das sehen wir hier an diesem Tisch schon deutlich repräsentiert. Und auf der anderen Seite stellt sich natürlich der Punkt, wer teilhaben will, muss auch verantworten. Wie ist es gestellt um das Verhältnis zwischen Entscheidung und Verantwortung in unserer Gesellschaft in dieser Frage? Ich kann da auch wieder anschließen, und zwar an einen Punkt, den Sie auch sehr herausgearbeitet haben, bin Ihnen auch sehr dankbar für Ihren Beitrag. Das ist das Thema der Entscheidungsfindung. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt auch jetzt für uns, auch für wissenschaftliche Akademien zum Beispiel, wirklich zu verstehen, was die Beweggründe sind und dass eben die Rationalität ein Aspekt ist, aber es gibt andere. Ich glaube, das ist ein Aspekt, den man mehr berücksichtigen muss, um auch zu den richtigen Schlussfolgerungen und damit Empfehlungen zu kommen. Beratung, ja. Ich würde gerne noch mal fragen, lebenslanges Lernen. Ich glaube, mit Beratung alleine ist es vielleicht nicht getan. Brauchen wir andere Konzepte, um sozusagen uns assur zu halten an den Möglichkeiten. Und ein Problem, das wir doch auch mehr und mehr erkennen, ist, wir schaffen energieeffiziente Prozesse, Produkte, Verfahren, aber wir überkompensieren. Also wie gehen wir denn damit wirklich um? Ist das eine ehrliche Diskussion oder ist es nice to have, aber man hat halt den alten Kühlschrank trotzdem noch im Keller? Das ist ja das berühmte Beispiel, aber es gibt ja viele, viele weitere. Und von mir noch eine kurze Frage zu dem Potenzial, was darin steckt. Sie sprachen gerade von der Summe der privaten Verbraucher. Mich würde interessieren, lässt sich quantifizieren, welcher Hebel das ist, wenn man zum Beispiel an Stromverbrauch oder an den weiteren Energieverbrauch für das Heizen denkt, der gerade in diesem privaten Bereich in Deutschland stattfindet. Frau Reich. Ich fange hinten an. Da gibt es ganz wunderbar ausgearbeitete Untersuchungen, insbesondere die des Öko-Instituts würde ich hier gerne nennen. Klar, der Heizungsbereich ist ungefähr mit einem Drittel, liegt ja ganz vorne, also wenn hier tatsächlich saniert werden kann, das sind also Effizienzgewinne um ungefähr ein Drittel, also insofern Heizung. Im Bereich der kleineren Energiegeräte hat auch wiederum das Öko-Institut gezeigt, dass man, ohne dass in der Tat die Bequemlichkeit oder die Wärme oder irgendwelche Umstellungen im der Lebensqualität eines Haushalts vorgenommen werden müssen, man mit 1500 Kilowatt-Haushalte tatsächlich Realität sein können. Indem man eben nicht von heute auf morgen, kann man wieder sagen, wer kann sich das leisten, plötzlich diese ganzen teuren Produkte zu kaufen. Nein, es geht darum, wenn man Neubeschaffungen sowieso tätigt, da die energiesparende Alternative zu wählen. Und da gibt es ja auch sehr praktische Handreichungen. Also ich denke an EcoTop 10 oder eben auch diese anderen Projekte. Was halten Sie denn von einer Abwrackprämie für Heizung? Ja, ganz wunderbar. Da würde die ganze Heizungsindustrie sofort, die sowieso in den Startlöchern steht und wartet, dass da endlich mal was passiert und mittlerweile schon auch an Auswandern denkt, die würden da alle gerne mitmachen. Tolle Idee, überhaupt Abwrackprämie für Energieschleudern in jeder Hinsicht. Aber die Heizung wäre Schritt 1, absolut. Wie weit sind Sie denn mit den vorhandenen Informationen dort zufrieden? Gibt es so etwas wie eine technologische Entwicklung in Produkten, die das nicht mehr von der menschlichen Entscheidung, sondern von der Technik selbst steuert? Ja, also in Berlin gibt es ja schöne Beispiele, diese Smart Homes, die sehr viel tun, ohne dass die Menschen im Grunde involviert werden müssen. Das ist aber ehrlich gesagt auch nicht jedermanns Sache. Es gibt auch genügend Konsumenten, die gerne selbst das steuern möchten, wie warm oder kalt oder wann ihr Kühlschrank, nee, nicht ihr Kühlschrank, aber ihr Wäschetrockner an- oder ausgeht.
Da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, aber ich denke, man darf nicht vergessen, den Verbraucher gibt es ja nicht, sondern es gibt ganz unterschiedliche Typen, auch eher technikaffine, völlig uninteressierte. Und der Witz ist ja, dass man die Masse mitnimmt, ohne vorher erst auf einen ganz großen Werte- und Einstellungswandel zu setzen oder zu warten. Der ist, also den sehe ich nicht. Thema Entscheidungsfindung, muss man da nicht über andere Instrumente nachdenken, also über Beratung absolut. Also ich habe ja auch gesagt, Verbraucherinformation und Beratung sind richtig, aber es gibt auch hier, denke ich, mittlerweile spannendere Konzepte. Beispielsweise in Großbritannien oder auch in Dänemark gibt es sogenannte Nudging Units bei der Regierung, die untersuchen ganz konkret und probieren das auch aus, gemeinsam mit Unternehmen. Wie kann ich Anreize so designen, dass ich tatsächlich viel mehr Leute bekomme, beispielsweise um in ein Energiesparprogramm einzusteigen, das durchaus finanzielle Anreize liefert, aber die Leute, also wenn man mal, sie tun es immer noch nicht. Woran liegt das? Und das ist vielleicht ein ganz amüsantes Beispiel, aber man kann daran, denke ich, viel zeigen. Also gerade in Großbritannien wurde ausprobiert, ein Anreizprogramm, das nur über monetäre Anreize lief, und ein Anreizprogramm zur Sanierung des Hauses, das mit dem Angebot verbunden war, es kommt eine Firma und die räumt einem den Dachstuhl aus. So. Und man hat tatsächlich herausgefunden, dass diese Bequemlichkeit, also ich muss jetzt hier durch 20 Jahre angesammelten Kram gehen, dass das eigentlich eine ganz große Barriere war. Also hört sich vielleicht seltsam an, aber so sind wir Menschen offensichtlich auch. Stichwort Verantwortung. Ich denke, hier kann man sehr viel, natürlich gibt es diese Einstellungsverhaltenslücke, die braucht man auch nicht wegdiskutieren, aber ich denke, dass sehr viel über die Einbeziehung, dazu wird wahrscheinlich Herr Renn gleich noch einige sagen, also quasi nicht nur diese Kundensicht, sondern die Einbeziehung des Menschen in das Energiesystem, beispielsweise über die Genossenschaften oder man kann auch viel, also sehr Eigenproduktion durch unterschiedliche Rollen, dass hier in der Tat auch Verantwortung übernommen werden kann. Also ich sehe das eigentlich gar nicht so düster. Recht herzlichen Dank. Also der bei uns den Dachstuhl aufräumt, das ist ein geldwerter Vorteil für mich. Das würde ich auf der Stelle unterschreiben, das muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist nicht nur ein Vorteil der Bequemlichkeit, sondern auch des Finanziellen. Herzlichen Dank aber. Herr Renn. Ja, vielen herzlichen Dank. Wir bleiben auch beim Menschen, Herr Gögel. Wir bleiben sozusagen beim Thema Gesellschaft und Energienachfrage. Punkt 1, die Energiewende wird heute auch in der Bevölkerung mehrheitlich ja fast bis 2/3 befürwortet. Also die Nachricht, dass die Energiewende inzwischen auf große Skepsis gestoßen sei, lässt sich aus den Daten nicht herauslesen. Allerdings, schon nach der Energiewende letzten Jahres war die Zahl derjenigen, die mit relativ hohen Illusionen an die Kosten und Möglichkeiten der Energiewende geglaubt haben, hoch. Und das führt heute zu Irritationen. Zur damaligen Zeit, also vor einem Jahr, war die Mehrheit überzeugt, dass mit der Energiewende nicht nur der Abkehr von Kernenergie und langfristig fossile Energieträger verbunden sei, sondern auch eine Verbesserung letztlich der Marktsituation der Energie hinsichtlich sowohl der Versorgungssicherheit als auch der Preise. Und dies hat natürlich jetzt zu Irritationen geführt. Punkt 2, unterhalb dieser allgemein positiven Schwelle und der leichten Irritation aufgrund vielleicht auch illusionärer Vorstellungen gibt es eine Reihe von gesellschaftlichen Konfliktlinien, die im Hintergrund ja in sich konsistente Wahrnehmungssysteme aufbauen, die dann aber innerhalb der Auseinandersetzung um die Energiewende doch teilweise ja, Sand ins Getriebe bringen. Ich möchte 6 kurz aufnehmen, einfach nur um die deutlich zu machen. A, es geht um zentrale versus dezentrale Lösungen, und in diesem Konflikt geht es vor allem darum, können wir nahezu energieautark regional sein oder brauchen wir großflächige Ausgleichs- und Verteilungssysteme? B, wie viel Markt ist notwendig und wie viel Staat ist notwendig und welche Verbindung besteht zwischen staatlicher Steuerung und marktwirtschaftlicher Selbststeuerung? Das führt C, sozusagen, Frau Reich hat das schon angedeutet, zu dem Thema, wie viel Fremdsteuerung durch Dritte wollen wir zulassen und wie viel Eigen- und Selbststeuerung ist uns genehm und wie kann man das in der Energieeffizienz auch sinnvoll miteinander verbunden?
Dann auch angesprochen wurde schon der Konflikt zwischen Planungssicherheit auf der einen und Flexibilität und schnelle Adaptivität auf der anderen Seite. Wir wollen auf der einen Seite die Sicherheit der Planung, das kam ja mehrheitlich zur Sprache, aber Adaptive Management ist sozusagen das neue Schlüsselwort überall und zwischen diesen beiden bestehen halt entsprechende Konflikte und das kann man dann auch nochmal weiter ausdehnen Richtung, ich sag mal, traditionelle technologische Einsätze im Sinne der Energiewende und mehr Smart-Lösungen, die natürlich dann eine etwas andere Architektur und Konfiguration erfordern. Der letzte Konfliktlinie führt mich dann zu meinem dritten Punkt und das ist die Konfliktlinie, die Qualität der Steuerung sein soll. Und politikwissenschaftlich gehen wir raus, es gibt hierarchische Steuerungsprozesse, es wird verordnet, es gibt Konkurrenz, dann geht es über den Markt, es gibt Kooperation, dann geht es über Partizipation und es gibt Muddling Through, sozusagen das, was in der Regel nicht unbedingt gewollt ist, da macht, versucht jeder im Halt irgendwie durch sich zu wursteln. Und das Letzte erleben wir zum Teil heute vielleicht in stärkerem Maße. Und wenn wir fragen zwischen Hierarchie, Konkurrenz und Kooperation, wo stehen wir heute, merken wir, dass wir da ein Spannungsverhältnis haben und dass damit das Thema, was immer wieder aufkommt, Akzeptanz verbunden ist. Thema Akzeptanz, wir haben ja unterschiedliche Formen von Akzeptanz, Akzeptanz für Infrastruktur versus Akzeptanz auch für Strategien und dann eben Akzeptanz für Produkte. Kurzum, es gibt vier Faktoren, die Akzeptanz im Wesentlichen bestimmen. Das ist einerseits Einsicht, dass das, was gemacht werden soll, für mich sinnvoll und nachvollziehbar ist. Es ist B, Anreize. Anreize können Geld, Komfort, aber auch Reputation sein. Das dritte ist, was, glaube ich, häufig unterschlagen wird, ist die emotionale Komponente der Identifikation. Ich muss mich mit dem identifizieren können, was in der Umgebung bei mir passiert. Und das ist nicht allein durch Einsicht und Anreize wieder aufzuwiegen. Und das vierte ist Vertrauen in Verfahren. Also ich muss glauben, dass das Verfahren einigermaßen fair ist und dann kann ich auch mit einem Verfahrensabschluss leben, der nicht unbedingt meinen Interessen entspricht. Diese vier Punkte sind sozusagen nicht einzeln miteinander austauschbar, aber in der Regel ist es so, dass ein einziger alleine nicht ausreicht. Also nur auf Geld zu setzen, wird nicht klappen, also haben wir gar nicht so viel Geld. Ja, wenn Sie an die Batterien denken, die wir als Speicher nutzen wollen im Fahrzeugen, da sagt die Industrie, wir können es $50 im Jahr leisten. Der Verbraucher sagt uns heute, wir wollen aber 150 im Monat haben. Ja, da kommen wir also auch gar nicht mehr zusammen. Einsicht alleine reicht auch nicht. Wir haben viele tolle kognitive Einsichten, die wir nicht in Verhalten umsetzen. Identifikation alleine führt vielleicht zu einem Schmusekurs, aber das heißt nicht, dass wir es tun. Und Vertrauen in Verfahren können wir auch haben, trotzdem nichts machen. Also wichtig ist eine sinnvolle Kombination dieser vier Bereiche. Und da ist es halt so, dass hierarchische und Konkurrenzverfahren häufig Schwierigkeiten haben, diese vier zu nehmen. Und deshalb sind kooperative Verfahren da häufig die besseren. Damit komme ich zu meinem vierten Punkt, Partizipation. Um es sehr krass zu sagen, wer Akzeptanz will, darf nicht Partizipation wollen. Akzeptanz heißt ja, dass ich etwas weiß, was richtig ist und ich möchte die Leute davon überzeugen, dass es gut ist. Wenn ich dann partizipiere, ist das Augenwäscherei. Ich kann nur Partizipation zulassen, wenn ich wirklich offene Optionen habe. Sonst macht es keinen Sinn. Das heißt, im Vorfeld der Partizipation kann ich sagen, ich brauche Transparenz, ich brauche Rückkopplung. Aber wenn ich wirklich entscheiden will, ob ich nun Land, Windkraft oder irgendwas anderes machen will, dann kann ich Partizipation machen. Ich kann auch entscheiden, wo ich den Windpark hinsetze. Aber wenn ich keine Option mehr habe, das teilweise bei Überlandleitungen der Fall ist, liegt es an der Überzeugungskraft der Kommunikation und dann kann Partizipation genau das falsche Mittel sein, weil es nämlich vorgaukelt, ich hätte hier Wahlfreiheit und die habe ich nicht. Und wenn ich nur die Wahlfreiheit habe zwischen Ja und Nein, kann ich Ihnen sagen, wähle ich Nein. Ja, das ist ganz rational so zu tun. Ja, und von daher ist es mir auch wichtig, nochmal deutlich zu machen, Partizipation ja, aber bitte nicht sozusagen so einen idyllischen Bürger uns vorausstellen, der dann, ich werde gefragt, dann tue ich genau das, was eigentlich die Elite möchte. Herr Renn, das waren 5 Minuten. Das waren die 5 Punkte. Dann darf ich noch einen Satz anschließen, das durfte jetzt jeder. Für mich wäre das Entscheidende, dass wir in dieser sozialen Bereich die richtige Timing und Kooperation zwischen Technikentwicklung, Organisationsreform und Verhaltensanpassung finden. Das ist für mich das Entscheidende. Recht herzlichen Dank. Man könnte durchaus länger zuhören, Herr Renn. Das ist gar keine Frage. Das freut mich. Ja, mich beunruhigt. Aber man muss halt doch noch sehr viel zusätzlich einbinden. Herzlichen Dank, Herr Schlögel. Ich möchte mich den Worten des Vorredners natürlich da anschließen. Ich hätte 2 Fragen, wenn ich das analysiere, was Sie gesagt haben. Dann hätte ich die erste Frage, glauben Sie, dass alle Akteure bei dieser Energiewende auf Augenhöhe spielen?
Und die andere Frage ist, ist es die Art der Argumente, die Sie gebracht haben, auch der Konfliktlinien, ist von sehr unterschiedlicher Qualität, weil sie in vielen Stellen individuelle Fähigkeiten berühren, an anderen technische. Und glauben Sie, dass wirklich alle Leute, die an diesen Diskussionen teilnehmen, über das nötige Wissen verfügen, die persönlichen von den sachlichen Dingen mit dem nötigen Abstand trennen zu können? Ja, wie immer Respekt für Ihre Ausführungen, lieber Renn. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie nochmal wirklich diesen Widerspruch aufgedeckt haben zwischen Akzeptanz und Partizipation, so wie Sie es getan haben. Und da stellt sich natürlich die Frage, sind die Ziele gesetzt oder sind sie noch offen, die wir im Moment verfolgen? Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Geht es um die Frage, was sind die besten Wege zum Ziel oder sind die Ziele als solche noch moving target? Und ich glaube, das ist ein Punkt, den man in der Diskussion noch nicht so ganz klar hat. Damals in der Ethikkommission fand ich, und deswegen war es zwar schwierig, trotzdem zu einem gemeinsamen Nenner zu kommen, aber die Rahmenbedingungen waren relativ klar. Raus aus der Kernenergie, rein in die Erneuerbaren und Energieeffizienz. Und das Ganze, ja, machbar oder nicht, unter welchen Rahmenbedingungen. Das würde mich schon nochmal sehr interessieren, wo da Ihre Position ist und wo Sie da sozusagen die Energiewende sehen im Sinne von Zielvorgaben, Zielbestimmung versus Moving Target. Und ich möchte gerne einen Aspekt aufgreifen, den wir auch am Montag gesehen haben bei der Jahreskonferenz des Rats für nachhaltige Entwicklung. Da haben wir in der Session, wo es genau darum ging, herauszuarbeiten, ob die Energiewende zum Beispiel auch von unten gelingen kann, gesehen, dass es fast eine vierte Säule mittlerweile gibt, neben den dreien, die wir in der Energieversorgung schon eine Weile besprochen haben, Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit und Umweltverträglichkeit, kam plötzlich dazu, das Gefühl, beteiligt zu sein an dem Prozess, vierte Säule der Energiewirtschaft. Meine Frage zielt darauf ab, ist das eine neue Entwicklung und wenn ja, wie kann man die geschickt aufnehmen, damit sie auch der Energiewende zuträglich umgesetzt wird? Letzte kleine Ergänzung. Sie haben die vier unterschiedlichen von Einsicht bis zu Vertrauen in Verfahren genannt. Vertrauen in Verfahren haben Sie etwas lieblos ans Ende gesetzt und auch vergleichsweise wenig ausgeführt. Haben wir nicht eine dringende Notwendigkeit, gerade jetzt in der Umsetzung der Energiewende, zu fragen, in welches Verfahren hinein kriegen wir Vertrauen? Ist das eine extern gegebene Größe oder ist es eine Strukturfrage? Da wäre ich wirklich daran interessiert, denn das könnte uns, weiß Gott, ein ganzes Stückchen weiterhelfen. Die anderen Fragen sind von Frau Reischer ganz gut angesprochen worden schon mit Einsicht und da habe ich auch meine großen Bedenken. Aber wie kriegen wir dies mit Verfahren, Vertrauen hin? Denn offenbar haben wir da ein kleines Defizit. Das war nämlich das, was ich bei Herrn Münchmeier mit Partei gesagt habe. Vertrauen in Verfahren. Das scheint mir ein defizitärer Fall in diesem Umsetzen der Energiewende zu sein. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich werde versuchen, es der gebotenen Kürze auch beantworten zu wollen. Herr Schlögel, auf Augenhöhe verhandelt, nein. Ich glaube, wir dürfen uns nicht die Illusion hingeben, dass Macht, Einfluss, Wissen dann vor der Garderobe abgegeben werden, wenn Leute sich um einen runden Tisch versammeln. Das ist so ein bisschen die Habermasche Grundillusion des herrschaftsfreien Diskurses, an dem ich viel Freude habe, aber es ist nicht die Realität. Und wir müssen damit einfach rechnen, dass Leute immer einen runden Tisch sitzen, die sagen, die können ja sagen, was sie wollen, ich rufe gleich die Frau Merkel an, dann wird das gemacht, was ich will. Also von daher sehen wir einfach, es gibt Asymmetrien in der Gesellschaft, die wird es auch immer geben und mit denen müssen wir rechnen. Das bedeutet nicht, dass wir uns nicht bemühen können, und das tun wir ja auch hier, sondern gegenseitig dann auch voneinander zu lernen und sozusagen diesen Respekt füreinander aufzubringen. Zweiter Bereich, Konfliktlinien, was sind die Voraussetzungen dafür? Ich habe recht.
für mich sozusagen als Sozialwissenschaftler immer interessant, dass häufig Konfliktlinien sich ergeben durchaus um technische Sachprobleme. Die werden aber angereichert mit, ich sage mal, fast narrativen Erzählungen über das, was dahinter steht. Also dezentral, zentral ist nicht mehr die Frage, wie können wir am effizientesten Energie bringen und verteilen, sondern dahinter stehen ganze quasi Idyllen von Gesellschaftsbildern, von Autarkie, von Menschen, die sozusagen in stiller Harmonie vor sich hinleben, bis hin eben zu wunderbaren zentralen Benevolent Dictators, die quasi das alles für uns paternalistisch regeln. Und häufig habe ich auch den Eindruck, dass gerade in den technischen Eliten solche Bilder im Hintergrund viel stärker wirken, als die es selber wahrnehmen wollen. Und von daher ist es nicht immer nur so, dass die gewissermaßen die Technik Hintergrund haben müssen, sondern wir müssen auch über diese Bilder selber sprechen, als ein Teil eigentlich des Diskurses. Herr Hüttel, über Ziele sprechen, ich habe den Eindruck, und das ist, glaube ich, auch wirklich das historisch Besondere, dass nach Fukushima und nach der Ethikkommission eigentlich über alle großen Konfliktlinien dieser Gesellschaft hinweg das große Gesamtziel, nämlich sowohl aus der Kernenergie auszusteigen, die Fossilen zu reduzieren und die regenerativen dann stärker in den Vordergrund zu bringen, zusammen mit Energieeffizienz, von allen getragen wird. Wir haben Konflikte einerseits im Wie das umsetzen. Und ich denke, wir haben noch, das ist aus meiner Sicht, noch eine persönliche Position. Ich würde an der Position nichts mehr verändern wollen. Denn wenn wir da was dran ändern, bröckelt uns das Ganze ab. Wo wir vielleicht noch mal kompromissbereit sein könnten, ist im Timing. Wir haben uns ein Timing auferlebt, das uns eigentlich genau das, dann bin ich schon ein bisschen bei Ihrem, oder Herrn, Frau Goldham, nein, bei Herrn Hüttl, Entschuldigung, bei Herrn Töpfers Punkt, nämlich nach dem Verfahren. Verfahren, die vertrauenserweckend sein sollen, brauchen Zeit. Und die kann man auch nicht beliebig komprimieren. Wenn man sie dann komprimiert, egal wie gut man sie strukturiert, fallen sie auseinander. Das heißt also, ich wäre durchaus bereit zu sagen, wir halten an den Zielen fest, aber wir strecken vielleicht ein oder das andere Ziel nochmal, wobei ich das nicht für die Kernenergie denke. Ich denke, da kriegen wir einen neuen Krieg. Aber dass man es bei anderen Zielen durchaus ein bisschen in die Streckung geht, um sicher zu sein, dass diese vier Punkte der Akzeptanz, von denen ich eben geredet habe, auch ihre Zeit haben, sich zu entwickeln. Das bedeutet nicht da an der Anstrengung nachzulassen, sondern im Gegenteil es zu verstärken. Frau Goldham hat ja gesagt, Beteiligung als vierten Bereich. Ich habe ganz bewusst sozusagen das Thema Identifikation hier nach vorne geschoben. Beteiligung kann ein Mittel sein, um sozusagen sich zu identifizieren. Das können die neuen Betreibermodelle sein. Ich bin jetzt plötzlich Eigentümer, macht die Sache völlig anders, ja, wenn die Windmühle mir gehört, als wenn sie irgendjemand anderem gehört. Es sind auch Fragen, wie eine Kommune sich selbst versteht. Versteht sie sich beispielsweise als CO2-frei, was immer das heißen mag. Ja, da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Hüttel. Ja, das sind alle möglichen Definitionen, die völlig daneben laufen. Aber sie haben sich selbst ein Ziel gesetzt, sie identifizieren sich damit. Das ist, glaube ich, die wesentliche vierte Komponente und Beteiligung ist eine davon. Und der letzte Punkt, Vertrauen, Strukturfrage. Vertrauen bildet sich sozusagen aus einem Konglomerat, aus dem Eindruck, das Verfahren ist kompetent, es ist transparent und fair. Das sind sozusagen andere. Das sind die drei wesentlichen Punkte. Die stehen aber teilweise im Gegensatz zueinander. Die höchste Transparenz wäre, wenn wir einen Diktator in einen Ü-Wagen setzen, der Tag und Nacht beobachtet wird. Ja. Dann hätten wir sozusagen das Höchstmaß an Transparenz. Wenn wir Kompetenz und Fairness mit einbinden wollen, wird es komplex und dann leidet sehr häufig die Transparenz drunter. Und diese Vielfalt an Entscheidungsformen schafft dann die Irritation, dass keiner weiß, was eigentlich passiert. Und Struktur müsste eigentlich sein, zu versuchen, die richtige Trade-offs, die Zielkonflikte zwischen diesen dreien so aufzulösen, dass man sinnvolle Formen an Kompetenz natürlich beinhaltet hat, dass man aber ein großes Maß an Transparenz hat in der Vermittlung dessen, was dort passiert und eine Sicherstellung, dass nicht im Hinterzimmer was gemacht wird, denn das widerspricht sowohl der Transparenz als auch der Fairness. Wie diese Struktur aussehen soll, würde ich jetzt vielleicht überfordern. Ich denke, es gibt gute Vorschläge zur Strukturreform. Ich gucke jetzt im Moment auch Frau Schwan an, die macht diesen Trialog. Das ist ja genau sozusagen in dieser Richtung Fairness, Kompetenz und ein Stück weit dann auch oder sogar in besonderem Maße Transparenz voranzubringen. Es gibt viele andere Initiativen. Das wäre für mich ein Weg in diese Richtung. Herzlichen Dank, Herr Renn. Wie man auch Zeit komprimieren kann, ohne dass man zerbröckelt zeigt, dass wir 5 Minuten hier vorgegeben haben. Und alle haben sich daran gehalten und wir haben viel gelernt. Also insofern sind solche Zeitvorgaben ja auch etwas,
Ich habe was von meiner Mutter gesagt, die hat mir immer gesagt, die hatte keine Zeit, deswegen habe ich dir einen langen Brief geschrieben. Also so hat ja Zeit auch einen anderen Effekt. Ich wollte das nur nochmal dazu gesagt haben, aus Erfahrung, die wir gerade gemacht haben. Last but wirklich not least, Herr Herzig. Ja, vielen Dank. Dieser Themenblock heißt Preise und Kosten, Erträge und Chancen der Energiewende. Ich denke, die Risiken sind geflissentlich unterschlagen worden. Ich denke, darauf müssen wir auch schauen. Ich möchte Sie führen in den Bereich der Rohstoffe, der mineralischen, metallischen Rohstoffe und Risiken beleuchten im Hinblick auf die Versorgung der deutschen Industrie mit metallischen Rohstoffen. Das ist mehrfach schon angesprochen worden. Man könnte sich fragen, was hat das mit der Energiewende zu tun? Wie Sie wissen, sehr viel, denn die Technologien, die wir entwickeln für die Energiewende, Windkraftanlagen, andere Dinge, hängen natürlich von der Verfügbarkeit von metallischen Rohstoffen ab. Das gilt im Übrigen auch für die Peripherie. Wenn ich Hybridfahrzeuge anspreche, wenn ich Hochleistungsmagneten anspreche und andere Dinge, dafür sind bestimmte Metalle, bestimmte Elemente erforderlich. Bei Windkraftanlagen zum Beispiel Neodym, ein Element, das gerne zitiert wird, das gehört tatsächlich mal zur Gruppe der seltenen Erden, die wird in der Begrifflichkeit ein bisschen leger gehandhabt in der Öffentlichkeit, aber dennoch. Und wir haben vorhin auch gehört, natürlich Kupfer spielt da eine erhebliche Rolle. In Hybridfahrzeugen werden heute bis zu 20 Kilogramm seltene Erden in Summe verbaut, das heißt, da gibt es natürlich einen Bedarf. Und wenn man an die Informations- und Kommunikationstechnologie denkt, dann wäre zu erwähnen, dass zum Beispiel Elemente wie Indium, das gehört nicht zu den seltenen Erden, benötigt werden, um Flachbildschirme zu beschichten. Indiumdioxid ist dafür erforderlich und es gibt natürlich dann hier entsprechende Bedarfe. Die Frage ist, wie sieht es mit der Versorgungssicherheit aus? Ich denke, da muss man sich schon mal die Mühe machen, die verschiedenen Metalle und Metallklassen anzuschauen. Wir sprechen von Buntmetallen. Herr Gerkens hat da schon eins erwähnt. Kupfer ist natürlich ein wesentliches Metall, das eine Rolle spielt im Bereich der Energiewende. Da ist die Versorgungssituation in Ordnung, die ist entspannt. Die Preise sind aber anhaltend hoch für Kupfer, Blei, Zink und Zinn. Dann die Edelmetalle, die Sie alle kennen. Gold und Silber sind die einfachsten. Dann haben wir noch die Platin-Gruppenelemente. Das Palladium spielt da eine erhebliche Rolle für die Herstellung von Katalysatoren. Hier extrem hohe Preise durch Spekulationen getrieben. Da haben wir die ersten Probleme. Bei den Leichtmetallen, die wir benötigen für die Herstellung von industriellen Produkten, auch im Zusammenhang mit der Energiewende, Aluminium und Magnesium, in der Darstellung extrem energieintensiv, Aluminium aus Bauxit, Magnesium aus Meerwasser- oder Salzlagerstätten, erheblicher Energieeintrag ist hier erforderlich. Stahlveredler, so nennen wir das in der Fachwelt, das sind die Elemente, die man benutzt, um Edelstähle herzustellen. Da gibt es eine große Gruppe. Die Versorgungssicherheit wird schwierig im Bereich von Kobalt, Nickel, Chrom, Molybden. Das sind eben wichtige Elemente für die Herstellung solcher hochwertiger Stähle. Und dann kommen wir letztendlich zu den Sondermetallen und schließlich auch zu den seltenen Erden. Denn die Sondermetalle, da verstecken sich solche Elemente, von denen Sie zuletzt in der Schule wahrscheinlich gehört haben. Niob, Tantal, Indium habe ich schon erwähnt, Gallium, Germanium und andere. Hier wird die Versorgungslage prekär und schließlich ist sie bei den seltenen Erden. Da wären vielleicht Lanthan, Neodym zu nennen, Zeer, Samarium, Europium, ganz eigenartige Namen, da haben wir tatsächlich insgesamt ein Problem. Das heißt, wenn man von der Versorgung der deutschen Industrie im Hinblick auf die Energiewende mit Metallen schaut, dann muss man differenzieren. Da gibt es also deutliche Unterschiede. Nächster Punkt wäre, dass man nicht direkt in Ressourcenpessimismus verfallen sollte. Das hat der Club of Rome schon in den 70er Jahren falsch gemacht, sondern man muss schauen, wie entwickeln sich die Dinge und wie ist denn überhaupt die Rohstoffverfügbarkeit? Denn eine Rohstoffverfügbarkeitsanalyse ist immer eine Momentaufnahme. Man schaut zu einem gewissen Zeitpunkt auf die Verfügbarkeit bestimmter Elemente und diese Lebensdauer von Elementen, die verändert sich natürlich dauernd durch Zufunde, Neufunde und verstärkte Explorationsaktivität. Auf der anderen Seite sehen wir Explorationsaktivitäten in Bereichen, wo sie nicht unbedingt erforderlich sind, oder auf der anderen Seite dann Konzentrationstrends bei Eisenerzen, auch das profane Eisenerz spielt eine Rolle.
ist es so, dass immer mehr Lagerstätten in immer mehr Ländern immer weniger Firmen gehören. Das heißt, heute wird der Eisenerzmarkt von drei Firmen, von drei multinationalen Anbietern kontrolliert. Die Explorationsaktivität hat also einen Zusammenhang mit der Verfügbarkeit oder es besteht ein Zusammenhang mit der Verfügbarkeit und dann der sogenannten Lebensdauer von metallischen Rohstoffen. Und man kann sich ja jetzt fragen, wie kann ich denn die Explorationsaktivität stimulieren? Wie komme ich denn zu mehr dieser Rohstoffe? Einerseits natürlich durch Preisanstieg, Angebot und Nachfrage. Damit werden Bergbau- und Explorationsfirmen aktiv. Aber dann haben wir in den 70er Jahren in der Bundesrepublik ein Explorationsförderprogramm des Bundeswirtschaftsministeriums hier erlebt. Und im Rahmen dieses Explorationsförderprogramms sind eine ganze Reihe von wichtigen Lagerstätten, Metallerzlagerstätten im Ausland gefunden worden. Langfristige Lieferverträge wurden abgeschlossen. Herr Gerkens, Ihre Firma hat bis vor wenigen Jahren davon noch profitiert. Kupfer aus Papua-Neuguinea, Bougainville. Ich denke, das ist schon ein Thema, was man mal beleuchten sollte. Also Stichwort als Take-Home-Message, Explorationsförderprogramm der Bundesregierung. Diese Programme sind ein probates Mittel, Anreize zu schaffen. Anreize sind wichtig, haben wir heute schon mehrfach gehört. Und Sie haben eigentlich auch bewiesen, dass Sie erfolgreich sind. Das Problem, das wir nur haben, wir haben in Deutschland gar keine Firmen mehr, die diese Anreize aufgreifen können. Die etwas Älteren von uns können vielleicht noch mit den Begriffen Preussag und Metallgesellschaft etwas anfangen. Das sind Firmen, die es einfach nicht mehr gibt. Und insofern ist auch Primärgewinnung, wie man das nennen kann, ein Fremdwort geworden im Bereich der deutschen Industrie. Und wir haben ein weiteres Problem. Wir haben in den letzten Jahren, man kann schon fast sagen Jahrzehnten, die Ausbildung vernachlässigt. Es gibt kaum noch Rohstofffachleute. Es gibt ganz wenige Bergbauingenieure, die hier ausgebildet werden in Deutschland. Und man muss an den entsprechenden Hochschulen, das sind die sogenannten ABC+F-Hochschulen, Aachen, Berlin, Clausthal und Freiberg, glaube ich, darauf setzen, dass man hier wieder Fachleute ausbildet, die dann in der Lage sind, solche Rohstoffvorkommen zu suchen, zu bemustern, zu bewerten, abzubauen und letztendlich auch die Erze aufzubereiten. Das ist auch nicht ganz trivial. Herr Herzlich, das waren 5 Minuten. Ja, dann eine letzte Bemerkung vielleicht, dass wir bei diesen Gesamtüberlegungen tatsächlich auch die Bereiche Substitution, Recycling, Haldenbergbau und Optimierung von Aufbereitungsverfahren berücksichtigen sollten. Am Ende des Tunnels, würde ich abschließend sagen, ist Licht, aber wir müssen Sorge tragen, dass wir es auch sehen. Dankeschön. Das ist sehr optimistischer Schlusssatz. Ich will nur zwischendurch sagen, wir haben eine halbe Stunde später angefangen. Und die Küche hat wohl auch Energieprobleme, Gott sei Dank. Also es gibt erst 11:40 was zu essen. Wir können also etwas länger überziehen. Und ich möchte sagen, diejenigen, die eine Frage haben, Sie haben einen Zettel auf dem Tisch liegen, schreiben Sie ganz kurz drauf, da kann man es vielleicht ein bisschen so regeln, dass wir die Fragenblöcke etwas zusammen haben. Also wir haben jetzt, nachdem wir jetzt nochmal diskutiert haben, auch für alle anderen mindestens nochmal 20, 25 Minuten Zeit, um zu diskutieren. Herr Schlögel. Herr Herzig, jetzt fühle ich mich in meinem Element als anorganischer Chemiker. Finde ich doch schön, dass mal das halbe Periodensystem in seinem Vortrag namentlich erwähnt wird. Das ist doch sehr nützlich. Ich habe eine Bemerkung und 2 Fragen an Sie. Sie haben gesagt, Kobalt, Nickel, Chrom und Molybdän seien also gefährdet. Das macht mich natürlich sehr nachdenklich, denn wenn die Chemiker überhaupt etwas zusammenbringen, sind das die zukünftigen Ersatzelemente für die Edelmetalle. Jetzt ersetze ich dann die wirklich nicht verfügbaren Edelmetalle für großtechnische Energieanwendungen durch etwas, was Sie heute schon als gefährdet einstufen. Das macht mich sehr nachdenklich. Insbesondere deswegen, weil die Natur diese Elemente auch einsetzt für genau diese Zwecke. Das sind genau die Elemente, die im Photosystem vorkommen, um in den grünen Blättern Energie zu ernten. Wo gehen wir da hin? Und die andere Frage ist, Sie haben sie ganz zum Schluss kurz angesprochen, Recycling halte ich für eine ziemlich schwierige Angelegenheit, denn die Gemische, es wurde vorhin auch von einem Kollegen von der Kupferhütte schon gesagt, die Gemische, die wir dadurch erzeugen, dass wir irgendwelche technischen Produkte grob aufarbeiten, sind ja durchaus von anderer chemischer Provenienz als wie das ursprüngliche Erz und daraus ergeben sich erhebliche Herausforderungen für die Chemie. Ich sehe ein starkes Defizit an Chemie an dieser Stelle und hätte gerne Ihre Meinung. Sie haben die Bergbauingenieure genannt. Ich glaube, die Chemiker sind auch stark in der Unterzahl, um solche Fragen zu beantworten.
Und die letzte Frage, die ich auch bei dem Kollegen aus der Kupferhütte schon losgeworden bin, aber keine Antwort bekommen habe. Wie sehen Sie es denn eigentlich um die Aufgabe vollständige Substitution von metallischen Elementen durch zum Beispiel organische oder kohlenstoffhaltige Materialien zu machen? Da gibt es nämlich reichlich Möglichkeiten. Wir machen einmal durch. Ja, auch besten Dank, und zwar aus dem vielleicht erst noch mal einen etwas anderen Grund. Ich glaube, Ihr Beitrag hat gezeigt, dass wir bei unseren Diskussionen so von, Herr Renn hat ja auch darauf hingewiesen, von gewissen Rahmenbedingungen ausgehen, die einfach so sind. Das ist immer gut gegangen, und diese Metalle oder Erze, wie auch immer, seltenen Erden, oder ich hatte ja vorhin gesagt, auch die Kohlenwasserstoffe oder Kohle, die haben wir einfach. Und da muss man sich keine Gedanken machen. Und so ist ja das aus meiner Sicht ein Beispiel. Vorhin sind die fehlenden Speicher, aber auch die Frage der Vernetzung und so weiter angesprochen worden. Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass man sich auch immer wieder mal vergegenwärtigt, dass die Grundlagen, über die wir reden, nicht so einfach vorhanden sind, wie wir das manchmal annehmen. Ich hatte unlängst die Möglichkeit, mir mal die Situation dieser Offshore-Windenergieanlagen anzuschauen, wirklich von der Produktion bis hin zur Installation. Und das ist schon beeindruckend. Und wenn man dann erfährt, dass das so ein Mast dann vielleicht 15 Jahre hält und ersetzt werden muss, und wenn man sieht, welche Mengen an Stahl und so weiter dort implementiert werden und vor allem, welche Effekte das zum Beispiel auf die Biologie in diesem Kontext hat. Also ich wollte nur sagen, es ist schon wichtig, dass wir uns immer wieder mal auch an den Fakten, so wie das Klaus Töpfer vorhin auch mit dem Faktencheck von Heiner Geißler, gibt ja auch andere inzwischen, die das nutzen, und ich meine sehr richtig nutzen, dass wir uns da immer wieder mal einordnen, ohne unsere Ziele zu vergessen, aber Zeitschiene, Rahmenbedingungen, Kosten, auch Risiken, die damit verbunden sind, die müssen einfach Basis auch sozusagen eines Grundwissens sein, um diese Diskussion zu führen. Und deswegen danke ich Ihnen. Aber vielleicht können Sie ja aus Ihrer Sicht noch ein Wort sagen zu den Kohlenwasserstoffen und zur Kohle. Und ich interessiere mich für die besonderen Effekte, die durch die Energiewende auf uns zukommen, was den Nutzen von Rohstoffen angeht. Vielleicht die Frage, ob die Dinge, die uns in den nächsten 10 Jahren beschäftigen werden, also neue erneuerbare Energien, vielleicht Netzausbau, vielleicht aber auch neue Energiespeicher, Stromspeicher, ob diese Themen nochmal besondere Herausforderungen im Bereich der Rohstoffe sein werden. Herr Herz, ja, vielen Dank. Herr Schlögel, Sie hatten eine Reihe von Elementen erwähnt, die ich jetzt nicht wiederholen möchte. Aber Ihre Frage war, wenn wir diese Elemente nutzen, um Edelmetalle zu substituieren, wie ist denn die Versorgungssicherheit? Und bei einigen ist es eben so, dass sie aus politisch instabilen Regionen kommen. Das gilt für Kobalt und Nickel, aber auch für Chrom. Bei Molybden ist die Versorgungslage einigermaßen gesichert, weil wir große Lagerstätten in den Vereinigten Staaten haben. Aber letztendlich müssen wir uns auch sogenannten unkonventionellen Lagerstättentypen widmen. Das heißt, wir Geowissenschaftler müssen letztendlich Lagerstätten in Gesteinen suchen, in denen wir sie bisher nicht gesucht haben. Und das Erstaunliche ist, man findet sie dann auch, wenn man weiß, wonach man sucht. Und wir müssen sicherlich insgesamt sicherstellen, dass dieses halbe Periodensystem, das Sie angesprochen haben, uns in der Rohstoffwirtschaft zur Verfügung steht. Sonst wird nämlich hier keine Energiewende stattfinden und woanders auch nicht. Wir, und das geht in die Frage von Herrn Hüttel, wir setzen diese Dinge voraus. Wir nehmen sie als Selbstverständlichkeit. Metalle sind einfach da. Und wir wissen eigentlich so gar nicht genau, wo sie herkommen, weil auch Primärgewinnung in Mitteleuropa eigentlich keine Rolle spielt. In den Weltbergbauländern spielt sie eine große Rolle und es werden Milliarden verdient. Das letzte große Unternehmen ist für 100 Milliarden Euro verkauft worden an einen Mitbewerber. Also das ist schon ein interessanter Markt, den muss man gut im Auge behalten. Zweiter Punkt war, dass Sie sagten, auch die Chemiker werden benötigt, gar keine Frage. Ich glaube, wir brauchen eigentlich einen neuen Typ von Wissenschaftler, der sowohl den Primärgewinnungsaspekt versteht, vielleicht auch was von den Grundlagen, Mineralogie, Kristallographie und dieser Dinge, und dann auch die chemische Bildung hat, um die Dinge dann zusammenzubringen, intelligent zusammenzubringen. Also auch, denke ich, da spielt Ausbildung in einer neuen Qualität und einer neuen Art schon eine Rolle. Aber die Basics dürfen wir da nicht vernachlässigen. Rohstofffachleute sind nach wie vor vonnöten.
Und die vollständige Substitution, das ist eine schwierige Frage, klar, die hat Herr Gerkens schon nicht beantwortet, ich werde sie auch nicht zufriedenstellend beantworten können. Ich würde sagen, wenn es um organische Substitute geht oder Dinge, die aus dem Bereich der Biologie kommen, dann muss man natürlich F&E, also Forschung und Entwicklung, betreiben und das muss auch nachhaltig gefördert werden. Wir müssen da neue Felder angehen. Frau Goldhammer, Sie haben gesagt, was sind die neuen Herausforderungen bei der Energiewende im Hinblick auf die Rohstoffe? Ich denke, die neuen Herausforderungen sind die, zu schauen, wo man substituieren kann und auch zu schauen, welche neuen Komponenten aus der Rohstoffpalette man für Anwendungen einsetzen kann. Da hat es immer wieder intelligente Lösungen gegeben. Als wir die FCKWs verboten haben, gab es auch da intelligente Lösungen, wie man damit umgeht. Das heißt, wir müssen flexibel sein. Dafür muss eine vernünftige Ausbildung erfolgen in dieser Prozesskette letztendlich von der Primärgewinnung bis zur Anwendung. Und wir müssen uns flexibel zeigen und dürfen sozusagen das nicht aus dem Auge verlieren, was das übergeordnete Ziel ist, nämlich diese Energiewende erfolgreich umzusetzen. Und danach muss ich dann alles ordnen und danach muss ich alles sortieren. Ich glaube, das ist schon wirklich ein, wie wir alle wissen, extrem anspruchsvolles Ziel. Ich sehe im Moment sehr viele Diskussionen. Ich sehe in diesem Zusammenhang sehr viele Kompetenzprobleme, wenn ich von Kompetenzgerangel sprechen. Wir sind eigentlich froh, Hötl, dass offensichtlich jetzt wir einen Zustand haben, wo wir uns insgesamt in Deutschland da gut aufstellen und wo wir dann auch dazu kommen können, dass die verschiedenen Fachgebiete, die jetzt hier auch vorgetragen haben, letztendlich dazu kommen zu arbeiten, dass wir zu Lösungen kommen. Wir müssen Angebote machen, wir brauchen Lösungen, wir brauchen Umsetzung. Ich glaube, das ist ganz wichtig und da müssen die Flöcke bis Ende des Jahres, glaube ich, eingerammt werden. Vielen herzlichen Dank. Wir haben auch schon hinreichend Fragen bekommen. Kommen sofort. So. Wobei ich diejenigen, die im Panel sitzen, darum Verständnis bitten, dass ich erstmal die nicht da drin sitzen und nicht gesagt haben, zu Wort kommen lassen. Die stellen nämlich auch Fragen an Sie. Und dann können Sie das gleichzeitig, was Sie auch noch sagen wollten, mit einbinden. Und da bin ich bei Fragen an Herrn Gerkens. Deswegen waren wir ganz schnell dabei. Da sind von Herrn Bartels Fragen an Herrn Gerkens und an Herrn Wollensen. Und da ist eine Frage von Herrn Nitschke, auch an Herrn Gerken. Wenn Sie die selbst vortragen, ich will hier nicht vorlesen, sondern ich wollte sie nur ordnen. Das war mein Sinn. Bitte schön. Gern, herzlichen Dank. Keine 5 Minuten, eher 15 Sekunden. Ich versuche es mal. 3 Sätze. Aus guten Gründen würde ich ja einmal Ökosteuer oder Energiesteuer inzwischen eingeführt, erneuerbares Energiengesetz eingeführt, Emissionshandel eingeführt, jeweils von Anfang an unter der Ausnahme der energieintensiven Industrien, die im internationalen Wettbewerb stehen, weil ohne diese Ausnahme diese Instrumente nicht hätten implementiert werden können. Jetzt, inzwischen ist das alles lange her, verschärft sich ein Problem, ist gewachsen, verschärft sich im Zuge der Energiewende mit der steigenden EEG-Umlage auf jeden Fall, dass damit etwa aus der Sicht von REWE Ausnahmen als unfair erscheinen, die nicht mehr für alle gelten. Und wenn ich jetzt an das, was Herr Professor Renn über narrative Muster und Storys uns erklärt hat, denke, dann ist am Ende dieses Bildes die energieintensive Industrie, die Ausnahme von der Regel und eigentlich das, was abgeschafft gehört, beziehungsweise ja, das beginnt schon vorher mit der meines Erachtens falschen Verwendung des Begriffs der Subvention oder endet dann mit der Infragestellung, ob man Papier oder Zement auch noch importieren muss. Um da jetzt nicht absurd zu werden, Frage, brauchen wir nicht langfristig mit der Energiewende ein Energiemarktdesign, dass das Problem auflöst oder angeht, indem es diese Instrumente vereinheitlicht, statt sich in immer neuen Diskussionen über Ausnahmen zu erschöpfen? Ganz sicherlich wird uns das heute Nachmittag auch noch mal sehr beschäftigen, Herr Nitschke. Auch Herr Münchmeier hat an Sie, Herr Gerkens, die Frage gestellt, wie hoch denn der Energiekostenanteil in Ihrer Produktion ist, wenn ich Sie richtig gelesen habe. Ich wollte nur dabei bleiben, dass nicht diejenigen noch untereinander. Ja, herzlichen Dank.
Von den 3,5 Cent EEG-Umlage, die gegenwärtig von den Verbrauchern gezahlt werden, resultiert allein 1 Cent aus den Befreiungs- oder Entlastungstatbeständen für die energieintensive Industrie. Jetzt ist es grundsätzlich richtig, dass es eine Härtefallregelung gibt, und ich freue mich auch, dass die Aluminiumindustrie, die Kupferindustrie davon profitiert, weil ich auch glaube, dass ansonsten hier Arbeitsplätze gefährdet werden könnten. Ich habe aber eine Frage zu den weiteren Effekten der Einspeisung von erneuerbaren Energien, Strom. Wir haben jetzt mehrere Tage erlebt, an dem zum einen die Windenergieeinspeisung zu einer deutlichen Strompreissenkung am Strommarkt geführt hat und ebenfalls sehr sonnige Tage, an denen das die Photovoltaik getan hat. Der Otto-Normalverbraucher kriegt davon immer sehr wenig mit. Sie beziehen Ihren Strom allerdings im Wesentlichen ja auch am Strommarkt. Das heißt, meine Frage ist, haben Sie denn schon mal Überlegungen angestellt, haben gerade dargestellt, dass Sie im internationalen Wettbewerb stehen. Haben Sie Überlegungen angestellt, wie hoch Ihr Strompreis wäre, wenn es diese Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien nicht gäbe, eins, und wenn es außerdem den CO2-Preis senkenden Effekt der erneuerbaren Energien in Europa nicht gäbe? Sehr stark, sehr klar. Ich glaube, das waren die Fragen an Sie, Herr Gerben. Oder habe ich eine übersehen? Haben Sie auch? Ja, Robert Brandt vom BEI. Aber ach, Herr Brandt, Herr Nitschke hat im Grunde genommen die Frage auch schon direkt gestellt. Deswegen wollte ich eigentlich nur noch mal auf den Punkt hin, das, was Sie sehr schön vorhin dargestellt hatten mit der Neiddebatte und gerade die Frage, wie kann man denn eben auch diese Effekte, die Herr Nitschke da angesprochen hat, Richtung Merit-Order-Effekt oder sowas, Richtung Verbraucher auch vielleicht organisieren, dass der vielleicht auch davon profitiert. Das ist aber nicht direkt an Sie, nur die Frage, sondern allgemein. Und dann vielleicht kurz ergänzend noch an Herrn Wollesen. Entschuldigung. Sie hatten vorhin von der PV-Anlage gesprochen, die Sie aufs Dach machen. Die ist auch sicherlich über das EEG gefördert, oder? Okay. Das wäre im Anschluss gewesen. Genau. Sie denken daran, dass wir noch mal andere zu Wort kommen lassen mit der Antwort. Bitte schön, Herr Gerkens. Ja, ich würde gerne, wenn ich das darf, zuerst noch auf, das war das, was ich nicht lesen konnte, zurückkommen vom Professor Schlögel, mit dem Material. Es ist ja heute wirklich so, und deshalb ist da ein gewisser Ersatz, Substitution wird dort betrieben, indem der Kunststoffanteil immer größer wird. Es gibt Leitelemente, die früher ein Kupferstück waren, wo Sie heute einen Kunststoffteil haben, was nur noch besprüht ist mit Kupfer, eben wegen des hohen Wertes, aber um den Leitanteil trotzdem zu haben. Das ist eigentlich so gang und gäbe, und so verlieren wir auch Anteile an Kupfermenge, was uns nicht so sehr, wenn wir jetzt auf die Masse, nicht so sehr ängstigt, ganz einfach wegen der Verteilung. Wir haben so eine Verteilung, wie viel Kupfer brauchen Sie als Mitteleuropäer? Etwa 7 bis 8 Kilo pro Jahr, was im Auto ist, was im Telefon ist und so weiter. Und wenn Sie dann nach Afrika gucken oder Sie gucken nach Brasilien oder sowas, dann haben Sie dort Zahlen von 0,2 Kilo. Wenn die alle ihren eigenen Refrigerator haben, ihr Auto haben und all das, also die Bewegung geht eben ganz klar dahin. Auch wenn die Anteile pro Auto weniger werden, sehen wir da, dass die Gesamtnachfrage nach diesen Artikeln oder nach den Metallen weiterhin gegeben sein wird, glauben wir, so von der Sache her. Aber Substitution erfolgt da. Wir können Kupfer wunderbar durch Silber auch substituieren. Das ist noch ein besserer Leiter, vielleicht nicht ganz so schlau. Und wir produzieren auch Silber. Und wir produzieren 90% vom deutschen Gold. Das auch noch als Nebenprodukt. Gut. Ja, Herr Dr. Bartels, Sie sagen, dass es wird, wir verwenden auch nicht den Ausdruck Subvention, wir sagen auch, es ist eben so, da wird etwas Künstliches auf den Preis draufgetan und das wird dann denen wieder erlassen, die im Welthandel tätig sind. Und es ist in der Tat, wenn Sie manchmal mit Politikern sprechen und Sie kommen gerade bei Herrn Schäuble in die Tür rein und reden über Ökosteuer
und über Rabatte auf Ökosteuer. Und dann sind Sie gerade wieder draußen und kommen Sie am nächsten Tag mit EEG wieder zurück und mit KWK oder CO2 und all diesen Dingen. Dann sagt er natürlich auch, ich habe doch da jetzt schon was gemacht, soll ich dann schon wieder was tun? Aber es ist halt immer die gleiche Tatsache. Sie haben halt, egal ob Sie das Ökosteuer nennen oder wie Sie es nennen, es ist ein Aufschlag auf den Preis, den die chinesische, und da will ich jetzt konkreter werden, die chinesische Kupferhütte nicht hat. Vielleicht ist auch Eurostat in Ordnung, dass der durchschnittliche Bürger irgendwie einen Preis hat, dass der durchschnittliche Preis in Frankreich weniger gesunken oder mehr gestiegen ist als in Deutschland. Alles in Ordnung. Aber der Preis für eine Kupferhütte für Strom in Frankreich, in Spanien, in Italien und in Belgien und in Schweden und in China noch mehr, ist eben weit unter dem bei uns. Und dann nützt es mir nichts, wenn es da Statistiken gibt oder sowas, sondern ich muss gegen die Kupferhütte konkurrieren. Der Bürger hier muss nicht gegen den Bürger konkurrieren in China. Und insofern ist es eben so, dass der das eher verkraften kann, einen solchen Aufschlag, als eine Kupferhütte, die einfach dann keine Produkte mehr am Markt verkaufen kann. Und das ist für mich ein Muster, und das gilt dann eben halt auch für die Frage von Herrn Nitschke, ist genau das Gleiche. Klar freue ich mich, wenn der Preis runtergeht, nur es ist eine relative Frage. Wenn der Kohlepreis insgesamt ist ja jetzt in den letzten Monaten stark gesunken, aber er ist halt auch für die Chinesen gesunken und er ist eben halt auch für die Franzosen gesunken. Die Franzosen haben Tarif de Retour, die nennen das immer unterschiedlich, haben direkte Kontrakte mit den Atomkraftwerken und zahlen als Kupferhütte eben nicht mehr als 3,5 Cent. Und wir zahlen hier nun mal 5 Cent. Auch mit Windenergie oder ohne. Ich kann ja nicht meine Energie, ich kann natürlich die Energie volatil kaufen, jeden Tag neu kaufen. Aber von der Sache her ist es so, da habe ich dann auch mal Tage, wo eben kein Wind weht und keine Sonne und dann habe ich auf einmal einen Riesenaufschlag. Im Mittel werde ich ungefähr bei dem Durchschnittspreis der EEX landen, ob ich da mal positiv oder mal negativ beeinträchtigt bin. Herr Münchmeier, wir machen jetzt nicht eine weitere Diskussion dazu. Dafür haben wir beim Mittagessen gut Zeit, sonst kommen wir wirklich in eine sehr wichtige, sehr bedeutsame Vertiefung. Aber dann können wir das andere nicht mehr bringen. Ich habe hier, also der Herr Brandt, bitte? Sie waren so nett, meine Frage vorzulesen, die ist aber jetzt nicht beantwortet worden. Extra, habe ich extra vorbehalten. Entschuldigung. Stromkosten am Produktionskosten. Also dann nehmen wir die Bruttowertschöpfung, ist das okay? Oder das ist ja immer die Frage, was ich jetzt wirtschaftlich nehme. Also am Umsatz ist es vernachlässigbar gering, weil wir haben einen riesen Umsatz, den wir durchwälzen, durch Kupfer, Gold, Silber, Platinwerte haben Sie natürlich, wir haben einen Umsatz von zig Milliarden und dagegen sind die Energiekosten Mickey Maus, ist einfach so. Aber wenn Sie die Bruttowertschöpfung nehmen, wenn Sie die Bruttowertschöpfung, da liegen wir irgendwo zwischen 20-30% Stromkosten. Ja, sonst wären wir auch nicht EEG befreit, dann müssen Sie über 14% zumindest schon haben an Stromkosten. Gut, das würden wir dann bei Herrn Plassberg oder bei Herrn Geißler in den Bereich Faktencheck zurücklegen und könnten das dann, das können wir hier nur zur Kenntnis nehmen und ich glaube, das ist auch ganz sinnvoll, aber das zeigt wieder einmal, wie bedeutsam es gerade Vertrauen im Verfahren heran kommt, für mich immer wieder heran. Da sind von Herrn Brandt weitere Fragen gestellt worden, die hat er abgearbeitet, die kann ich erstmal zur Seite legen, ist eine nicht mit Namen, legen wir es mal zur Seite, nicht mit Namen benannte Zettel hier hingekommen, eine Frage an Frau Kaiser-Priscilla und eine Frage an Frau Günther. Wer war denn das, der dieses geschrieben hat? Wenn Sie es noch mal mit vortragen, in Kürze die Frage stellen, ja? Fukumoto von Japan, japanische Fernsehsender Nippon TV. Ich habe eine Frage an Frau Kaiser-Priscilla. Wie ist der Stand der Forschung für die Verwertung von alten PV-Modulen? Das hängt auch noch von den wahrscheinlich dann Silizium-basierten PV-Modulen auch noch Dünnschichtmodulen ab. Und eine weitere Frage an Frau Günther. In Japan gibt es ein, sage ich mal so, wissenschaftliches Geheimnis, dass die Radioaktivität von Abfällen aus der Kernfusion höher sein könnte aus der Kernspaltung. Ist es so? Also das ist ein Gebiet, mit dem wir uns nicht beschäftigen. Da kann ich Ihnen keine Auskunft zu geben. Okay. Frau Günther? Die wesentlichen radioaktiven Abfälle, über die wir bei der Kernspaltung reden, kommen aus den Brennstäben. Und das sind ja die, worüber wir dann am Ende die Endlagerung brauchen, weil die
10.000 Jahre und mehr zum Abklingen brauchen. Diese radioaktiven Abfälle gibt es bei der Kernfusion nicht. Wenn man über Mengen spricht, dann haben wir natürlich ähnlich wie beim Spaltungskraftwerk, das Haus steht da und Neutronenbelastung wird das radioaktiv machen. Aber wir gehen davon aus, dass diese radioaktiven Elemente innerhalb von 100 Jahren zerfallen. Das heißt, man würde es auf dem Gelände lagern können und nach innerhalb von 100 Jahren wieder recyceln und wiederverwenden. Das ist der große Unterschied. Es braucht keine Endlagerung. Die Menge ist ähnlich, das stimmt. Ich habe Minuten für Herrn Nitschke, die erste Frage von unserem panischen Kollegen zu beantworten. Also es gibt keine technischen Schwierigkeiten, PV-Module, Photovoltaik-Module zu recyceln. Das passiert auch. Die Frage ist, was für eine Wiederverwertungsquote man dabei erreichen möchte. Die ist potenziell sehr hoch. In Zeiten allerdings, in denen ein Hersteller nach dem anderen gerade seine Tore schließt, der eigentlich dieses Recycling übernehmen müsste, sind die wirtschaftlichen Gegebenheiten nicht so, dass der höchste Standard an Recycling hier auch immer umgesetzt wird. Im Gegenteil, man konzentriert sich auf die rechtlichen Anforderungen. Die sind allerdings mit der WEEE-Richtlinie in der Europäischen Union jetzt gestiegen und verbindlich. Und alle Hersteller haben sich daran zu halten, die einzuhalten. Eine Frage an Sie hier. Verbrauchereinbeziehung, wie verhalten sich die Kosten für Rollout von Smart Home, Smart Meter zu den damit zu erzielenden Vorteilen? Dann kommt auch einer an den Rennen, die ist in dieselbe Richtung. Die Kosten für die Energiewende sind letztlich Versicherungen für uns und unsere Nachfahren. Warum kommunizieren wir nicht den dass dies Versicherungskosten sind, Kommunikationsproblem, dann dürfen wir die EEG-Umlage zum Beispiel die 3,5 Cent nicht garantieren. Ich habe so gelesen, wie ich es lesen kann. Mehr kann ich nicht erreichen. Nächstes Mal nehmen wir eine kleine Schreibmaschine für jeden mit oder wir machen das elektronisch und werfen die dann auf die Wand. Also IFOG sei ein kleiner Hinweis gegeben. Aber Frau Reisch, Herr Renn. Ich nehme, glaube ich, die erste Frage, weil die zweite habe ich nicht ganz verstanden. Ja, also Thema Smart Meters, Smart Homes. Die Smart Meters sind ja nun keine Erfindung der Energiewende in Deutschland, sondern das ist ja Teil des dritten Energiepakets der EU-Kommission. Und bevor dies mal auch tatsächlich gegossen wurde in diese Verordnung, haben dann natürlich, hat ein gewisser Faktencheck stattgefunden. Soweit man das überhaupt berechnen kann mit den vielen Unsicherheiten, scheint es in der Tat sich auch ökonomisch zu rechnen. Smart Meters haben auch problematische Seiten. Ich nenne nur einen davon, Datenschutz. Also man hat natürlich, bekommt da ein ziemlich genaues Konsum- und Bewegungsprofil in diesen Häusern. Das ist, glaube ich, eher das größere Problem im Moment der Akzeptanz, als dass es sich ökonomisch nicht rechnet. Weil, ich meine, da müssen wir dann immer die Frage stellen, wie hoch ist der Energiepreis in 10 Jahren? Und den können wir natürlich auch nur schätzen. Also da hat man relativ unsichere Daten. Noch einen Satz zu den Smart Meters. Es hat sich aber gezeigt, dass für die Verhaltensänderung, vor allem für die Stabilisierung von geändertem, also energiefreundlichem Nutzungsverhalten, die direkte Rückmeldung, also Feedbacksysteme, die schnell sind, die auch visualisiert sind, ganz, ganz wichtig sind. Also das ist ein ganz robustes Ergebnis auch der Verhaltensforschung. Insofern grundsätzlich Smart Meter, sinnvolle Sache, aber es gibt offene Fragen wie beispielsweise Datenschutz. Herr Renn, um die Frage nochmal nur zu sagen, die ja, dem dahin, schön. Ist das nicht Versicherungsleistung für Zukunft, wenn wir jetzt auf erneuerbare Energien umgehen und müssen wir dann nicht eigentlich versicherungstechnisch das mit aufbringen, was für die Garantie der zusätzlichen Zahl Konsequenzen hätte. Habe ich den Fragenden so richtig interpretiert? Ja, im Wesentlichen ja. Na, wunderbar. Sehen Sie, nächstes Mal machen wir zusammen einen Lesekurs und dann bin ich besser drauf. Aber ich glaube, das war Ihre Frage.
Ja, vielen Dank. Das hat ja eigentlich zwei Komponenten. Das eine ist, wie verhaltensmotivierend ist quasi die langfristige Nachhaltigkeit im Denken der einzelnen Individuen? Und da erkennen wir natürlich, dass zwischen dem, was wir verbal tun und dem, was wir dann in der Tat machen, große Kluft herrscht. Das sehen wir in vielen Bereichen. Und dass je abstrakter so etwas ist, desto geringer hat es wirklich Handlungsrelevanz. Denn ich kann dann jedes Handeln dann doch immer noch rechtfertigen, indem ich sage, ja, aber grundsätzlich mache ich das natürlich anders. Oder aber, dass ich eben den Zusammenhang auch nicht mehr so genau bei jeder einzelnen Handlung sehe. Die zweite Frage ist, ob die Versicherung auch eine Möglichkeit wäre, Energiewende zu befördern. Und das ist nicht ein uninteressantes Thema. Es wird auch gerade von den Rückversicherern heute teilweise mitbedacht. Also ob es nicht für die quasi Möglichkeit, dass es Ausfälle gibt, man entsprechende Versicherungen ausschließt, die aber dann im Prinzip mit einer Fondslösung verbunden werden, um die Energiewende dann im Falle beispielsweise eines Blackouts dann doch noch weiter zu befördern. Das, glaube ich, ist im Moment noch sehr in den Anfängen, aber ist nicht uninteressant, denn wir wissen auch, dass in dem Moment, wo wir gewisse Überraschungen erleben sollten, beispielsweise in Deutschland ein Blackout der Elektrizitätsversorgung, dass wir dann sehr schnell auch einen Einstellungswandel haben können. Und wenn wir dann nicht tatsächlich auch gute Mittel und Methoden haben, damit umzugehen, kann dies tatsächlich dazu führen, dass wir auch einen Umschwung kriegen. Vielen herzlichen Dank. Die letzte Frage das nochmal, Herr Dessau. Sie haben auch noch Herrn Gerkens gefragt und die Frage, habe ich gerade gefunden, interessiert mich auch. Wenn Sie die nochmal selbst stellen. Ja, da ging es ein bisschen darum, um die Option, kann man die Schmelzprozesse bei Ihnen nicht nur im Sinne der Abschaltverordnung positiv nutzen, sondern hätten Sie auch die Option, in Richtung Regelenergie zu gehen? Können Sie das eventuell auf der Demand-Seite in eine Wirtschaftlichkeit einführen? Die gleiche Idee geht natürlich bis zu einem gewissen Grad auch bei Herrn Wollensen. Der hat allerdings angekündigt, dass er das ja noch forschen muss. Ja, da muss ich leider eine negative Antwort geben. Da haben wir viel versucht, ob wir diese volatile Energie so auffangen können. Wir haben quasi fast 8000 Benutzungsstunden. Es ist eben halt ein Elektrolyseprozess. Sie haben die 30% unseres Strombedarfs geht in den Umweltschutz. Das heißt, Sie müssen, wenn Sie, Sie haben, weil Kupfer kommt immer mit Schwefel zusammen vor in gleichen Teilen. Das heißt, sind Schwefeldioxidabgase ganz massiv. Das heißt, um die abzufangen, gehen Sie natürlich über Filter und über Rotation. Das heißt, Sie müssen dort motorische Energie reinbringen. Können Kupfer selber natürlich auch nicht durch Handauflegen schmelzen. Das ist auch ein Problem. Und wir haben das versucht. Wir könnten einfach eine zweite Hütte daneben setzen. Dann können wir das. Wenn wir also investiv sagen, ja, wir bauen noch einen Schwebeschmelzofen neben den anderen und fahren dann eben mal 0 und mal 100, aber ansonsten die letzte Tonne verdient das Geld, das ist leider so. Und es geht einfach nur um so viel wie möglich Durchsatz in kürzester Zeit, um die Economies of Scale zu erreichen und im Weltwettbewerb zu bestehen. Recht herzlichen Dank an die Frage an Herrn Wollensen, kommen wir hinterher zurück. Aber da die letzte Frage immer von einer allerletzten aufgefangen wird, ist die allerletzte Frage bei Frau Schwan. Das war nämlich eine der zusammenfassenden Granden, deswegen habe ich sie ans Ende gesetzt. Ich hatte mich darauf verlassen, dass die letzte Frage nicht mehr kommt. Gut, ich glaube, unter anderem hat Herr Herzig davon gesprochen, aber auch einige andere, dass es ein gewisses Grundwissen gäbe, das man haben müsse, wenn man da in den Diskurs einträte. Und ich komme nun von einer anderen Seite, von der Philosophie und von der Politikwissenschaft her und frage mich, ob es dieses Grundwissen gibt. Die Implikation ist nämlich immer, dies ist nun eine Sache, die ist unzweifelhaft und die ist ein für alle Mal. Und wenn du das nicht begreifst, dann kannst du eigentlich am Diskurs nicht teilnehmen. Ich habe ehrlich gesagt noch kein Beispiel eines solchen Grundwissens in meinem Leben erlebt, weil es immer relational ist und so. Und deswegen wollte ich noch mal nachfragen, was ist dieses Grundwissen? Und ich entscheide jetzt autoritär, dass diese Antwort zunächst und hoffentlich ausschließlich von Herrn Rennen gegeben wird. Die anderen werden sich dann... Herr Rennen, Sie haben keine guten Aktien hier gehabt, da fangen wir erst mit Herrn Herzig an.
Ich denke, dass dieses Grundwissen dynamisch ist. Das ist nicht statisch. Ich denke, es wird sich immer wieder verändern und wir müssen diese Veränderungen beobachten. Das wäre meine Antwort dazu. Aber dieses Grundwissen, wie der Name schon gesagt, ist die Grundlage für vieles, was wir tun. Und insofern muss man diese Dynamik der Veränderung, glaube ich, beobachten. Aber ich setze mich doch durch, Herr Renn. Ja, vielleicht erfülle ich jetzt mal keine Erwartungen, werde auch, was ich ungern tue, Frau Schwan, widersprechen. Es gibt Diskurse, die deshalb nicht laufen, weil beispielsweise die Grundlagen der Thermodynamik nicht erkannt werden und in Frage gesetzt werden. Solche Diskurse laufen ist nichts. Also ich glaube schon, dass es gewisse Grundlagen gibt, sei es in der Physik und in der Chemie, auch in den Sozialwissenschaften übrigens, das erlebe ich genauso, dass da Grunddinge einfach nicht wahrgenommen werden und dann auch letztlich die Begegnung mit der Oma die entscheidende soziale Erlebnis war. Dass man also anekdotisches Wissen nimmt und das einfach generalisiert. Mir kommt es aber darauf an zu sagen, A, wir haben in den vielen Partizipationsverfahren, die wir gemacht haben, es immer gut hinbekommen, dass die Grundkompetenz, die notwendig war, zu vermitteln und so viel Vertrauen in die sozusagen Delegationsfähigkeit auch der Wissenschaft gehabt, dass Dinge, die man nicht versteht, die dennoch festliegen, durchaus annehmen kann. Das Kritische an deutschen Verfahren ist immer dann, wenn die Wissensträger ihre Kompetenz übersteigen und daraus Empfehlungen ableiten, die weit über das Wissen hinausgehen. Das ist das große Problem. Das hatten wir in der Kernenergiedebatte, das haben wir in vielen anderen Debatten da. Ob Kernenergie akzeptabel ist oder nicht, ist keine Frage der Wissenschaft. Aber ich muss wissen, wie Kernspaltung funktioniert, um zu sehen, dass es nicht wie eine Atombombe explodieren kann. Das sind einfach Dinge, die auch wesentlich sind, um die Konsequenz, die ich nachher aus meinem Wissen ziehe, dann auch ethisch, moralisch, sozial bewerten zu können. Also da bin ich auch dafür, die Grundkompetenz sollte da sein. Nur wir haben festgestellt, dass auch Menschen, die sagen wir, mit einigermaßen gesundem Menschenverstand da reingehen, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, sind wir wieder bei der Zeitfrage, sich mit dieser Grundkompetenz ein Stück weit auseinanderzusetzen und da auch, ich sag mal, Selbstvertrauen in ihre eigene Kompetenzfähigkeit zu entwickeln, dass die dann in der Lage sind, diese Grundkompetenz dann auch auszuüben und dann sich an die wirklichen wertenden Fragen heranzupacken. Herzlichen Dank, Herr Renn. Und dieselbe Frage mit 2, 3 abschließenden Sätzen an Herrn Hüttl und Herrn Schlögel. Also ich stimme dem voll zu, Herr Renn. Ich würde noch, was ich vorhin ja auch versucht habe auszuführen, es ist dynamisch, das Wissen, und das ist gerade zum Beispiel bei Vorkommen. Also wenn ich von Frau Günther höre, das Öl geht zu Ende, dann ist es vielleicht das billige Öl. Aber wenn Sie sich die aktuellen Zahlen anschauen, jetzt mit den unkonventionellen Öllagerstätten, Shellgas, Kohle, dann reden wir von 1000 Jahren. Das mag man nicht hören wollen, aber es ist halt so. Und die Frage ist, will man das nutzen? Welche Umweltprobleme? Das sind ja ganz andere Themen. Und das meine ich. Wir müssen uns dann auch mit solchen Zusammenhängen auseinandersetzen. Gilt auch für die CO2-Emissionen. Also es muss eben sozusagen ein Grundverständnis da sein über die realen Entwicklungen. Wie wir damit umgehen, wie wir das bewerten, ist was anderes. Und das ist sozusagen ein wichtiges Anliegen, weil wir sonst auf Basis von bestimmten Annahmen agieren, die einfach nicht realistisch sind, die einfach nicht das abbilden. Und das ist hochdynamisch. Da gebe ich Herrn Herzig vollkommen recht, ist mir aber wirklich ein Anliegen, weil wir sonst diese faktenbasierten Aussagen. Ich bleibe aber trotzdem bei Herrn Renn, der sagt, wir haben uns 3 Elemente vorgegeben, nämlich raus aus der Kernenergie, bei uns in Deutschland. 2. Punkt, Erneuerbare, weil wir gute Gründe haben, das zu tun und weil wir da auch vorne sind und diese Rolle auch weiter voranbringen. Und Energieeffizienz, das ist eine No-Regret-Maßnahme, die kann nur richtig sein. Aber trotzdem muss man diese Zusammenhänge haben. Wenn ich heute ein Auto fahre, das eben nur noch 3 Liter braucht, dann kann der Preis im Vergleich zu 10 Liter auch dreifach so teuer sein. Und das von A nach B ist nicht teurer. Also wir müssen diese Grundzusammenhänge kennen, um zu sehen, wo wird denn der Hase hinlaufen? Und dass Deutschland nicht mehr nur das Land ist, das den Ton angibt in der Welt, das müsste uns auch mehr bewusst werden. Herzlichen Dank. Schlögel? Es ist schwer, dem noch was hinzuzufügen. Ich möchte, das ist gut. Ich möchte aber trotzdem noch einen Punkt machen. Wir haben vom Grundwissen gesprochen. Und ich glaube,
die Fragerin hat eigentlich unterstellt, dass es tatsächlich Grundlagen dieser Prozesse gibt, die jetzt nicht mit dem nur dynamischen Teil zu tun haben, sondern so eine Grundlagenfrage ist zum Beispiel, kann ich Energie erzeugen? Und da muss ich sagen, nein, kann ich nicht. Und das gehört zu den wirklichen Grundlagen, die sind unveränderlich und die kann man auch definitiv annehmen, die werden sich nicht mehr ändern. Es gibt allerdings ein paar Dinge, die auch zum Grundverständnis gehören und die jetzt ein bisschen weiter gefasst sind. Das ist nämlich die Fähigkeit von Menschen, mit quantitativen Fakten umzugehen. Das schätze ich in dieser Energiediskussion, geht manchmal verloren. Die Größenverhältnisse und die Dimensionen gleiten da ein bisschen durcheinander. Und das ist etwas, was auch zum Grundwissen gehört, was aber nicht so richtig vermittelt wird. Also wenn die Leute in diesen Diskussionen teilnehmen, wäre es gut, wenn sie nicht nur den Unterschied von Arbeit und Leistung, sondern auch den Unterschied von Mega und Giga kennen würden. Und das gehört auch zum Grundlagenwissen. Und das ist auch unveränderlich. Und diese Punkte sind mir wichtiger, als wie die dann doch eher speziellen Fragen, sich dazu Stellung zu nehmen, wenn wir eine neue Lagerstätte finden, welche Folgen hat das zum Beispiel für die Aufarbeitung für den Umweltschutz. Das zähle ich nicht mehr zum Grundlagenwissen. Okay, recht herzlichen Dank. Also ich glaube, das war eine wirklich gut genutzte Zeit. Danke allen, die daran maßgeblich Anteil gehabt haben, dass wir es gemacht haben. Grundwissen, lieber Herr Schlögl, Mega und Giga. Zumindest ist das Grundwissen der Menschen die Unterschiede zwischen Millionen und Milliarden reingegangen in einer Weise, dass heute die Million die vom Aussterben bedrohte Art geworden ist. Aber das sind andere Grundwissensbereiche, die aber auch für die Energiewende von zentraler Bedeutung sind. Das wollen wir nur sagen, denn das sollten wir auch bei einer nächsten Diskussionsrunde nicht nur am Nachmittag noch mal ranziehen. Da gibt es natürlich auch gewaltige zusätzliche ökonomische, über die betriebswirtschaftlichen Probleme hinausgehende Fragestellungen, die wir mit einbeziehen müssen. Nochmal ganz herzlichen Dank. Weil wir etwas länger gebraucht haben, wird die Mittagspause nicht auf 15 Minuten, sondern auf 30 Minuten begrenzt. Wir fangen um 1 Uhr wieder an. Dann haben wir fast alles rausgeholt, bis auf eine Viertelstunde. Und dies können wir dann sicherlich am Ende gut verkraften. Nochmal herzlichen Dank für alle, die da waren. Bleiben Sie auch am Nachmittag da. Es wird sicherlich genauso spannend, wenn nicht noch spannender, wenn das überhaupt möglich ist. Vielen herzlichen Dank.